Guten Abend da draußen an den Empfängnisgeräten. Ich habe heute einen ganz, ganz großartigen Gast in meinem neuen Interview, den lieben Andreas Suika. Seines Zeichens Founder und Creative Director bei Dedelic Entertainment West. So, der Sinn der Interviews, es kommen ja immer neue Leute dazu, deswegen erkläre ich es jetzt nochmal, ist, dass wir uns in einer lockeren, angenehmen Art und Weise, solange es eben dauert, über den Menschen, mit dem ich hier spreche, unterhalten, über seine Profession. Andi ist Game Designer. Und bevor ich jetzt zu sehr monologisiere, lieber Andi, stell dich mal vor, wer bist du? Mein Name ist Andreas Suika. Ich mache Spiele. Und damit habe ich schon vor ein paar Jahren bei Blue White angefangen und habe zwischendurch mal die Flare Games gegründet mit dem Klaas Kersting und Matthias Schindler und dem Georg Boxermann und seit 2014 mit dem Carsten Wichtelmann Dedalic Studio West gegründet und arbeite da an einem Space Exploration RPG. Wie alt bist du? Was ist denn das für eine Frage? Ja, no, das ist doch wichtig. Ich bin, wie alt bin ich? Ich bin 41. 41. Wann hast denn du angefangen, Spiele zu entwickeln? Also professionell oder so? Also angefangen habe ich eigentlich, ich gehöre schon zu den Leuten, die sich noch Zeitschriften gekauft haben und den Basic-Code abgetippt haben, dann das Wochenende damit verbracht haben, warum das alles nicht läuft, bis man dann dieses kleine Minispiel spielen konnte aus irgendeiner Zeitschrift. Ja. Und in dem Rahmen hat man natürlich auch, weiß ich nicht, ich war mit meinem Vater irgendwann mal bei der VHS und habe einen Basic-Kurs belegt und habe danach einen Mario-Sprite über den Bildschirm bewegt. Das würde ich jetzt aber nicht als Spiele machen bezeichnen, das war Spinnerei. Ja. Und professionell halt erst seit Blue Byte, genau, seit Blue Byte. Wann war das, ungefähr? Ungefähr vor, jetzt muss ich mal hier auf so ein Datum gucken, 18 Jahren. 18 Jahre? Meine Fresse, damit gehörst du aber auf jeden Fall schon zu den Urgesteinen, ne? Das darf man so sagen. Nee. Dinosaurier, nee. Ja doch, 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 komm. Nee, alles Urgestein ist schon so, Urgestein klingt immer so passiv. Also ich halte mich noch zum, ich halte mich für die, zu den aktiven Leuten. Urgestein bin ich. Kein Urgestein. Urgestein weiß ich nicht, ist man, wenn man nochmal 30 mehr Spiele gemacht hat und sich zur Ruhe setzt. Hast du, bevor du bei Dedelic angefangen hast, irgendwas studiert? Ach, bei Dedelic, bei Blue Byte studiert oder eine Ausbildung gemacht? Ich habe mal studiert. Also eigentlich meine einzige wirklich abgeschlossene Berufsausbildung ist, ich bin Rettungsassistent. Mhm. Ich habe nach dem Zivi, also ich habe meinen Zivi schon im Rettungsdienst verbracht und habe dann habe mich dann da ein bisschen länger verpflichtet für eine vernünftige Ausbildung und habe nach dem Zivi noch beim ASB in Kassel weitergemacht und bin dann gewechselt zum Roten Kreuz in meiner kleinen Heimatstadt und da war ich dann noch ein paar Jahre. Kassel? Gefahren. Da kommst du her? Ich komme eigentlich aus Nordhessen, aus Hofgeismar. Ach, guck. Aus dem wunderschönen Ort Hofgeismar. Hey, das hört man aber kaum. Das ist ja irgendwie gut weggekommen mit deinem Dialekt. Nordhessen ist auch Südhessen. Also ist, die Weißwurst-Grenze für die Nordhessen beginnt schon in Frankfurt. Ach, guck. Okay. Also wir trinken auch kein Apple-Wine bei uns da oben und so, also ist schon anders. Naja, jedenfalls war ich da im Rettungsdienst tätig und dann wollte ich eigentlich Brandschutz studieren, also ich war auch sehr aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr und mein ganzer Berufswerdegang, ne, Spiele machen vielleicht zwar geil, aber zu dem Zeitpunkt war das nicht irgendwie, das war wie nach Hollywood zum Film gehen, ja, das war so ein Spinnerjob vielleicht, nicht wirklich. So, meine andere Leidenschaft lag halt im Rettungswesen und dann war ich da ein paar Jahre und habe dann gesagt, naja, also wenn ich jetzt pur immer Rettungswagen fahre, bin ich mit 40 komplett kaputt, mein Rücken ist kaputt und ich habe genauso schlechte Laune wie die anderen, die alle da arbeiten. Mhm. Muss ich irgendwie nochmal was Richtiges machen. Ja. Der Seehofer war da gerade Gesundheitsminister und fing an, Wagen zusammen zu streichen. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt lieber, bevor hier jetzt irgendwie brachial die Sense angesetzt wird. Und dann habe ich gedacht, was ich studiere und dann habe ich Brandschutz angefangen, in Wuppertal zu studieren. Das ist der einzige Bereich, wo man den Studiengang machen kann. Das Maschinenbau und dann draufgesetzt, im Grunde genommen war das damals jedenfalls. Mhm. Brandschutz oder eher gesagt Sicherheitstechnik war der eigentliche Studiengang und dann Brandschutz als Ausrichtung. Und da habe ich angefangen. Und, ja, das ist ja so ein ganz typischer Game Designer Werdegang. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, da merkt man aber auch dein Talent. Und dann hat dich in die Richtung gezogen. Ja, total. Ja.
Und nach anderthalb Semester habe ich festgestellt, dass das mir ein bisschen zu Sicherheitstechnik war, so ein Studium, ein relativ neues Studium, wo du in allen Bereichen ein bisschen gemacht hast. Und das fühlte sich nicht so gut an, dass man überall so ein bisschen wusste, aber nichts richtig. Und dann bin ich in den Maschinenbau gewechselt, den ganz klassischen. Und während ich Maschinenbau studiert, also ich habe meine Frau dann auch kennengelernt. Und als dann ein zweites Kind kam, naja, ich habe nebenbei halt gearbeitet. Ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo irgendwie Knete ist. Also mussten wir alle immer gut ackern. Und auf einmal waren wir viele Leute. Und dann habe ich schon zwei Nebenjobs gehabt. Und dann dachte ich, ach, ein dritter. Ach, guck mal hier, Tester bei Blue Byte. Ist ja super. Ist ja bestimmt eine tolle Idee, in der Spielebranche Geld zu verdienen, so nebenbei. Ja. Und dann habe ich da angefangen und dann ging es irgendwie hoppla hopp. Ja, vier Leute wart ihr dann schon. Ja, also genau, ich habe zwei Kinder. Das finde ich immer wieder faszinierend, du hast sie sehr früh gekriegt. Haben wir schon ein paar Mal immer wieder für Erstaunen Ihr kriegt die gesorgt. alle einfach schnell. Das Du machst der Vorteil ist einfach. halt, mein Sohn ist jetzt 21, Ja. studiert in Düsseldorf und meine Tochter ist halt 16. Das heißt, wir mit 41, ja, also leben völlig asynchron. Wir haben, keiner hat für uns Zeit, weil sie alle Kinder haben. Ja, ach Mann, ihr Armen. Naja gut, ich Ja. meine, umso mehr Zeit hast du, Spiele zu entwickeln, ne? Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern, was du bei Blue Byte getestet hast? Ja, das allererste Spiel, ich getestet habe, war Battle Eye Andosia Konflikt. Meine Güte. Eine ganz katastrophale, also wenn du mit Wolfgang Walk irgendwann mal sprichst, sprich sie mal drauf an. Ja, warum? Hat er den gemacht, den Der Titel, war oder? Producer da. Ah ja, okay. Das war ein schönes Spiel. Das war auch zum Testen. Also, ich meine, damals war ich auch naiv und hatte gar keine Ahnung. Das heißt, ich wusste gar nicht, wie schlimm das eigentlich war. Wenn man dann ein paar Jahre da drin war und zurückguckt, dachte mir, ach du meine Scheiße, war das schlimm. Keine Ahnung, das war der Klassiker, der mir echt hängen geblieben ist. Die waren ganz stolz darauf, dass man im Editor, also dass man im Spiel den Editor aufmachen konnte und Sachen editieren konnte. So ein klassisches, also war kein wirklich klassisches Battle-Eye mehr, sondern eine Mischung aus der Wirtschaftsteil war rundenbasiert und der Kampfteil war, nee, Quatsch, andersrum. Der Kampfteil war rundenbasiert und der Aufbauteil war Echtzeit und du schaltete immer so in Runden hin und her. Das war. Ey, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, Battle Isle habe ich geliebt, ja. Das war doch, hat die Aber der. nicht Andosia-Konflikt. Ich glaube nicht, dass du davon Ey, sprichst. Es waren drei. ich habe alle vier Teile oder so davon gespielt. Ich meine, das waren vier, ne? Ja, aber also. Ich meine, Der war schon sehr ungewöhnlich. mir war Naja, ist Qualität ja auch egal. immer Also auf schon jeden Fall, egal. also eine lustige Geschichte war halt, die waren halt super stolz auf diesen Editor, dass sie halt im Spiel Sachen verändern konnten. War für die Tester die Hölle, weil wir haben dann immer Bugs reportet, dass irgendwelche Einheiten noch irgendwo stehen, wo sie nicht stehen sollten. Und dann dieses halt ist gefixt. Ne? Dann haben sie dann dabei irgendwie die Einheiten gelöscht, aber andere waren dann wieder in einem anderen Zustand. Das heißt, jedes Mal, wenn die Version irgendwie besser sein sollte, wurde sie eigentlich genauso schlecht wie vorher, nur andere Sachen. Das war zum Testen echt irre. Und dann Siedler 3 Maps war relativ früh. Ja, das war so, glaube ich, das allererste war an der Andosia-Konflikt. Was macht man als Tester eigentlich genau? Also wir haben ja auch viele Leute, die dann hier nachher das Video gucken, die von Spieleentwicklung per se erstmal gar nicht so viel Ahnung haben. Dann stellt man sich das ja eigentlich ziemlich paradiesisch vor. Was ein Spiel zu spielen Ja, ist, ein Spiel zu Tester. testen. Ja, super. Das ist furchtbar. Wie ist das? Also schon lange her. Ich meine, wobei, wenn ich das jetzt überlege, was ich jetzt mache, teste ich auch sehr viel einfach nur. Naja, ich glaube, erstens hängt sehr stark davon ab, wo und in welchem Rahmen und welchem Umfang und wie groß die Firma ist und wie die Prozesse aussehen. Das macht halt schon viel aus, wie das wirklich aussieht. Deswegen, ich kann ja immer nur von meiner beschränkten Sicht erzählen. Aber damals hieß es, man kriegt eine neue Version. Häufig war eine Change-Liste dabei, was sich geändert hat. Es gibt eine große Datenbank, wo alle möglichen Fehler eingetragen sind. Also, ne, du fängst irgendwann, kriegst eine Version, testest die, findest irgendwas, was du komisch findest. Manchmal hat man eine Dokumentation dabei, wo dir der Entwickler sagt, guck mal, hier, so soll das sein. Dann testest du das und stellst fest, ist nicht so, und dann trägst du es in der Datenbank ein. Und dann geht schon die ganze große Diskussion los, ist der Bug gut eingetragen? Oder was du dann halt auch machen musst, total wichtig, ist auch was, worauf ich jetzt als Entwickler ganz viel Wert lege, das heißt, jemand dir eine Liste macht von, das habe ich gemacht, dann passiert, also das, so ist das reproduzierbar, weil du kannst den Bug nur fixen, wenn du ihn im Grunde genommen reproduzieren kannst. Das heißt, du gibst eine ganze Menge Daten dazu ein, sagst hier, mach einen Screenshot von mir aus, eine Beschreibung, da ist der passiert, häufig sind noch Versionsnummern, die du, also relativ großer Daten, ein relativ großes Datenpaket, was du in eine Datenbank einträgst.
Und wenn die Programmierer halt, die Entwickler halt hingehen und die Sachen fixen, dann kriegst du eine neue Version und dann ist in der Datenbank das markiert, als habe ich jetzt in Ordnung gebracht. Und dann testest du das halt wieder und guckst, ob das jetzt wirklich in Ordnung gebracht ist oder nicht. Und daraus besteht halt relativ viel der Zeit. Das heißt, man macht viele Dinge wirklich, 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 wirklich oft. Oder Das gerade, also bei meinem aktuellen Titel, der nun prozedural generiert ist, ist es halt so, dass man bestimmte Situationen herbeizuführen, ist unglaublich schwierig. Oder bestimmte Dinge passieren nur in bestimmten Konstellationen. Und dann gibt es aber ganz viele Konstellationen, dass passieren kann. Das heißt, ich gehe dann zu dem Armen, heißt auch Andreas bei uns, einen internen Tester. So, hier Andreas, pass auf, wir haben das eingebaut, so und so soll das sein. Das musst du jetzt aber bitte mal mit allen Alienrassen, die wir im Spiel haben, testen. Ach du Und Schande. dann macht er dasselbe immer und immer wieder Ja. mit verschiedenen Galaxie-Seeds, also immer unterschiedliche Galaxien, immer unterschiedliche Aliens und sagt dann, hat alles geklappt, bis auf bei dieser einen Rasse, wenn ich das mache, dann geht das schief. Und dann trägt er das und fixen wir das hoffentlich. Ach krass. Und also nur um ganz kurz schon mal anzuteasern, woran du gerade arbeitest, das ist A Long Journey Home, oder? Genau, ja. Sag mal in zwei Sätzen kurz, was es ist, damit die Leute das ein bisschen einordnen können und da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Okay, also es ist ein Space Exploration RPG, haben wir es genannt. Also was du machst, du suchst 4 von 10 Charakteren aus, die eine echte Persönlichkeit haben. Dann machst du den ersten Lichtsprung der Menschheit, der geht schief. Du landest am anderen Ende der Galaxie, die ist prozedural generiert. Und dann versuchst du nach Hause zu kommen. Und auf dem Weg nach Hause triffst du extrem wirre Aliens und du versuchst mit denen zu kommunizieren. Und wie das so ist, wenn verschiedene Kulturen versuchen zu kommunizieren, das geht halt massiv schief. Das heißt, da gibt es dann viele Missverständnisse und so. Und du versuchst halt immer opportunistisch oder halt, wenn du moralischen Kompass hast, die richtigen Dinge zu tun und deine 4 Crewmitglieder heile nach Hause zu bekommen. Ja, und das Besondere ist, dass wir halt im Grunde genommen, wir generieren nicht einfach total random alles, sondern wir haben ziemlich viele Regeln und man kann die nachvollziehen. Also wenn ich das Spiel nochmal spiele, dann und was gelernt habe, wie die Alienrasse sich verhält, dann verhält sie sich beim nächsten Mal auch wieder so. Und wir haben nicht alle Inhalte in jedem Durchlauf. Das heißt, jedes Mal, wenn der Spieler das Spiel neu startet, gibt er am Anfang einen Seed ein, das ist ein alphanumerischen Code, und der generiert im Grunde genommen alles, wählt die Alienrassen, aber wählt die Geschichten aus und so weiter und so weiter. Lass uns Das mal heißt, noch nicht, lass uns mal noch nicht so okay. tief einsteigen, weil ich will deinen Weg dahin erst nochmal, deinen Long Journey erst nochmal ein bisschen genauer hören. Das heißt, du bist damals eingestiegen bei Blue Byte als Tester. Den Job hast du offensichtlich gut gemacht. Ja, Ich war da gar nicht, ich war gar nicht so lange Tester. ja, ne, was kam danach? Dann kam jemand runter in den Testraum und sagte ganz hektisch: Kann hier irgendjemand irgendwie skripten oder programmieren oder so? Weil bei uns ist da jemand, der die Quests macht, ist weg. Und dann war ich so dreist, mich zu melden, obwohl ich keine Ahnung hatte, was die wollten. Das hier, klar, kann ich C, habe ich irgendwie eine Uni gemacht und so, kein Problem. Und dann setzten die mich vor einen Rechner oben in der Entwicklung, gaben mir so ein Lua-Handbuch, so einen dicken Schinken. Saß ich bei Erik Simon eine Zeit lang im Büro, wird er sich nicht daran erinnern. Der war schon kurz davor auf dem Sprung zu sein. Und dann habe ich dieses Tutorial für Siedler 4 oder eine Karte für Siedler 3, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich auch immer was zusammengebastelt und habe da fast die ganze Nacht gesessen, kaum was verstanden aus anderen Skripten, die jemand anders gemacht hat, der nicht mehr da war, der mysteriöserweise nämlich irgendwie verschwunden war, was zusammen kopiert. Und dann hat der Hans-Jürgen Brändle sich das angeguckt und sagte, ja, ist cool, mach mal weiter. Wie viele Leute Und wart ihr damals bei Blue Byte? es waren schon ja, um die 20 oder so in der Entwicklung, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, circa. Es war noch die Zeit, als ihr noch ganz brav in Mülheim da unten Genau, das war in Mülheim gesessen habt, ne? unten Wie hieß hinter sie? Mellinghofer oder? Eppinghofer Straße. Eppinghofer, Eppinghofer Straße. Ja, wie wir sie immer liebevoll genannt haben, die Türkenstraße. Ja, Aber das ist wirklich da schon. liebevoll, weil da hast du Das. den besten Döner der Stadt gekriegt. Auf der Ja. Straße gab es auch, glaube ich, 40 Dönerläden, ne? Und 18 Gemüseläden. Und in einem von diesen Gemüseläden im Hinterhof, da wart Genau. ihr. Da kann ich mich Genau, noch erinnern. das war ein Supermarkt, sogar ein türkischer, ein richtig guter. Also, das war echt klasse. Ja, ist Und auch heute obenüber noch waren die so. Büros. Genau. Ich muss auch jedes Mal, als wir die Jury-Sitzung für den Deutschen Entwicklerpreis noch an der GDI da gemacht haben, bin ich da jedes Mal vorbeigegangen und habe auch jedes Mal ein Foto gemacht und genau. Ja. Weiß ich gar nicht, ob ich sogar hier. Ja, Ich ist glaube cool, nicht. ne? Während du guckst, ich muss kurz erklären, was ich hier immer mache, weil ich werde immer mal wieder gefragt, warum gucke ich die ganze Zeit so hektisch hin und her? Also, wenn ich so gucke, dann lese ich den Chat mit. Ja, da schreiben natürlich schon brav Leute und
stellen nachher auch Fragen. Da gucke ich dann in mein OBS, um zu gucken, ob alles läuft. Und wenn ich so gucke, tippe ich was, um Fragen aus dem Chat zu beantworten. So, so viel dazu. Und wenn ich so gucke, dann gucke ich auf Andreas, ja, der gerade noch das Foto sucht. Hast du gefunden? Nee. Ah, alles klar. Naja, gut. Ich weiß noch, dass ich total geflasht war, als ich meine allererste Firma aufgemacht habe. Das war 1994, 95 und die hieß Kommunikations... Nee, die hieß No-Budget-Kreativkonzepte. Ja, der Name ja, war Programm. Klingt, ja, das klingt ja super. Namensprogramm, oder was? Ja, und wir haben eine kleine Werbeagentur gemacht und die war in der Kreuzstraße. Und die Kreuzstraße ist direkt um die Ecke von der Eppinghofer. Und irgendwann, okay, da waren wir bestimmt ein Jahr da. Ja, ich bin immer irgendwie in die falsche Richtung gelaufen auf der Straße, immer zu einem anderen Dönerladen. Und irgendwann bin ich dann daher gelaufen und habe den blauen Fleck gesehen, euer Logo damals. Und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Hier sitzt Blue Byte, was macht ihr hier? Und dann bin ich wirklich wie so ein kranker Stalker, bin ich in diesen Hof reingelaufen. Da hatte ich noch nichts mit der Games-Branche zu tun. Das war dann so 98 oder so, ja. Und habe euch da gesehen. Und da habe ich leidenschaftlich sowas wie Battle Isle und so gespielt. Hm. Da war toll, ja. Und heute sitzt ihr da oder sitzt Blue Byte schon lange nicht mehr da, ne? Wann ist Blue Byte von Ubisoft gekauft worden? Genau, 2001 sind wir gekauft worden. Dann wurde ja auch relativ brachial, also viele waren eh schon auf dem Sprung, die Endzeiten von war alles nicht so einfach, sag ich mal vorsichtig. Das heißt, ein paar hatten eh schon beschlossen, nach Siedler 4 zu gehen. Mhm. Dann mit Ubisoft hat sich eh super viel geändert und dann waren wir auch erstmal ganz, ganz klein zu Beginn wieder. Mhm. Genau, und dann sind Blue White dann, ich weiß jetzt aber gar nicht wann. Also ich weiß, dass ich ein Jahr bevor wir nach Düsseldorf gezogen bin, mit meiner gesamten Familie nach Mülheim gezogen bin, um dann festzustellen, dass ich jetzt Blue White beschließe, nach Düsseldorf zu ziehen. Schön. Genau, das war tatsächlich toll. Mhm. Seid ihr in Mülheim geblieben? Na, wir sind noch eine Zeit lang in Mülheim geblieben. Ich meine, wenn du zwei Kinder hast, eins ist gerade eingeschult worden, das andere gerade in den Kindergarten gekommen, willst du die auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend huschen lassen. Das heißt, wir sind noch eine Zeit lang da geblieben und sind dann aber hier zurück nach, meine Frau kommt halt hier aus Wuppertal. Nein. Dann sind wir nach Vohwinkel gezogen. Mhm. Und das ist 14 Minuten mit dem RE nach Düsseldorf rein und 20 Minuten nach Köln und 30 Minuten nach Essen. Also wir sitzen hier relativ gut. Ja. Sag mal, wann hast du denn angefangen, wirklich als Game Designer zu arbeiten? Wie gesagt, recht früh. Also ich habe halt dann an diesen Leveln gesessen und dann wollte ich eigentlich aufhören, weil das mit der Knete und ich muss auch weiter studieren und so, das hat halt alles, das passte vorne und hinten nicht, auch wenn es natürlich ein Traumjob war. Ja. Und dann habe ich dem Hans-Jürgen Brentle, kennst du den noch? Ja, kenne ich noch. Der war Produktionsleiter und ich habe dem gesagt, du pass auf, alles super schön und so. Und super vielen Dank, typ, dass du mich aus dem Test rausgeholt hast, aber dass du glaubst, dass ich hier irgendwie was machen kann, aber ich kann das nicht, das funktioniert nicht. Mhm. Und dann sagte er, pass auf, dann erhöhe mir dein Gehalt und stell dich richtig ein. Und dann war so, oh, puh, und was mal jetzt? Naja, und zu Hause relativ viel Diskussion, ob das geht oder nicht. Meine Frau jetzt auch nicht, konnte jetzt nicht einfach anfangen zu arbeiten oder so. Mhm. Und das war auch, muss man jetzt im Nachhinein sagen, grenzwertig, das dann durchzuziehen. Aber es war schon relativ harte Zeiten. Wir haben halt nie Geld an die Seite legen können. Und dann war es natürlich schon immer so, dass wir direkt zwei Kinder, vierköpfige Familie, Alleinverdiener in der Spielebranche ganz unten. Mhm, super. Super. Aber ein relativ typischer Einstieg. Also bis jetzt auf vierköpfige Familie. Ja, aber. Ja, vielleicht. Aber das ist schon halt, es war auch so, dass lange, lange, lange Jahre ich nie jemanden in der Firma hatte, der auch Kinder hatte oder auch verheiratet war. Mhm. Ich war ja auch verheiratet zu dem Zeitpunkt schon. Und das hat oft auch so Pseudo-Verständnis getroffen. So. Mhm. Ja, jetzt Weihnachten nach Hause, hä? Mhm. Ja, du hast ja Familie, ja, dann geh halt mal so einen Tag, oder? Also das war schon schwierig. Mhm. Es gab keinen Game-Designer-Job und keinen Level-Designer gab es auch nicht wirklich als Job. Level-Design haben irgendwelche Leute aus der Community gemacht oder halt so ein paar Leute nebenbei. Und, ich habe halt Karten geskriptet und habe halt dann auch die Levels gebaut. Wenn man sich halt dann damit auseinandersetzt, dann findet man es auch irgendwie cool. Und dann hat man auch irgendwie, weiß ich auch nicht, hat man irgendwie ein Gefühl dafür gehabt, wie das
was so ganz gut geht und was nicht so gut geht. Habe dann eingestellt worden, bin ich aber als Data Wizard. Also mein eigentlicher Job war, ich habe die Versionen gebaut. Da gab es noch keine automatisierten Tools oder gab es schon ein paar, aber jetzt halt nicht so. Aber ich habe halt eigentlich immer täglich die Versionen gebaut. Also das hat der Philipp damals gemacht. Ich habe so ein Stück weit übernommen, weil Philipp eigentlich Programmierer war und halt Freiraum brauchte, auch noch an anderen Dingen zu arbeiten. Und ich habe die Animationen dann angefangen für die Siedler in den Gebäuden zu machen. Das heißt, die Animationen so sind alle gemacht worden, das war das Einzige da gewesen. Dann hatten wir so ein Tool, wo man dann halt sagen kann, hier, jetzt geht der Picard ein und jetzt nimmt er die Schaufel in die Hand, schiebt das da rein und jetzt wartet er und dann zieht er raus. Das heißt, das war so ein Timing-Ding, was man dann halt auch machen musste. Und das waren so meine zwei Hauptaufgaben eigentlich. Und nebenbei hab ich dann so Levels gemacht und so ein bisschen geskriptet. Die Tutorials von Siedler 4, ganz furchtbar, aber die habe ich Ja, gemacht. ja. Siedler 4. Jetzt habe ich selber ja als Game Designer so die ersten Jahre in der Spielebranche kleine Spiele für RTL gemacht, ganz kleines Zeug, nicht zu vergleichen mit dem, was du gemacht hast. Aber bei uns gab es schon sehr früh dann Game Design-Dokumente. Jetzt sagst du, bei euch gab es keinen Game Designer, sondern und auch keinen Level Designer. Wie sind Ja, denn es die gab schon Spiele Producer, ne? entstanden? Also, es gab ja schon Producer, also es gab auch Dokumente, so ist es nicht. Ja, klar, also Aber es ganz gab im halt den Freiflug war Job es als nicht, Game ne? Designer. Aber wie habt ihr entwickelt damals? Würde mich echt mal interessieren. Puh, also damals war es definitiv noch so, dass vor allen Dingen, also ich meine, jetzt muss man halt natürlich sagen, Siedler 4 war eigentlich mal gedacht als grafisch bessere Version von Siedler 3 mit ein paar netten Features. So ist es dann nicht wirklich geworden. Dann wurde halt auch nochmal die Grafik-Engine ordentlich angepasst. Dann wurde auch nochmal Game Design-mäßig oder Gameplay-mäßig viel angepasst. Und die Entscheidungen liefen halt schon viel so mit den Leads in dem Fall. Ne? Und auch viel, ja, das Demokratische. Aber letztendlich, mein Gott, wer das Spiel macht, weiß, wie es ist. Derjenige, der es einbaut, hat am Schluss die meiste Gewalt darüber, wie sie wird. Ja? Und am Schluss ist keine Zeit mehr, es zu ändern. Also, natürlich sind die Leute am längeren Hebel, die wirklich dran arbeiten. Das heißt, viele der Programmierer, Dietmar Meschede damals, Thomas Wiesner, ist dann irgendwie ist nach Shanghai gegangen, hat dann eine Firma gegründet. Aber die zwei waren zum Beispiel sehr, sehr stark dabei. Klar konnte man sich einbringen. Ne? Also es war schon so, keine Ahnung, ich jetzt, der relativ nah am Spiel oder an den Spielinhalten gearbeitet hat, dann hast du halt schon festgestellt, hier, das mit den Türmen funktioniert so nicht und das funktioniert so nicht. Und dann sagst du das natürlich und dann wird es aufgenommen oder nicht. Aber es war schon nicht so. Ey, das ist jetzt auch echt lange her, Stefan. Ja, Ich kann nicht so. sicher. Aber Du brauchst es es war jetzt ja. nicht so, dass es so irre strukturiert war. Also, es war jetzt nicht, dass das, ja, keine Ahnung. Dann ein schönes Beispiel ist, glaube ich, wie es mit dem Add-on gelaufen ist. Dann hat Ubisoft den Laden gekauft. Sehr günstiger Zeitpunkt. Und zwar eine Woche, nachdem wir die Master-Version fertig gemacht haben, aber noch bevor Siedler 4 im Laden stand. Der Chef damals, glaube ich, sehr, sehr gut getimed. Es gab immer noch die Aussicht auf großen Erfolg. Ja. Genau, aber dann war Blue Byte dann da und bei Ubisoft dann da und bei Ubisoft hieß dann auch relativ schnell, also vor allem sie dafür, wie, ich habe kein Game Designer, du bist jetzt jemanden, wer ist denn jetzt Game Designer? Und dann war ich einfach nur, also ich muss wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt hat das nicht so viel damit zu tun, dass man jetzt total gut war. Sondern an dem Zeitpunkt war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So ist auch Siedler am Anfang gelaufen, nicht katastrophal. Ich habe nämlich ein 500 Seiten Game Design Dokument geschrieben. Wow, Ja. 500 Seiten. Hat kein Mensch gelesen. Also Dein das, erstes Buch. ja, das war ziemlich furchtbar. Ja. Warte mal, zwei Fragen habe ich. Das eine ist die Siedlerreihe, die hat doch der Volker Wertig entwickelt, Der ne? Volker Oder? Wertig hat den ersten und den dritten Teil gemacht. Ja, war der auch bei euch bei Nee, nee, Bluebird? nee, Volker war nie bei Blue Byte festangestellt. Ah ja. Volker hat halt, jetzt kommen wir mal so in die Gerüchteküche, wo ich auch nicht ganz genau weiß, aber soweit ich weiß, Siedler 1 ist daraus entstanden, dass er halt so eine Fraktal-Engine geschrieben hatte. Dann haben wir halt überlegt, was sie machen sollen. Und Siedler 3, wenn man sich es genau anguckt, zu dem Zeitpunkt hat Siedler 3, genau, Siedler 3, hatte eine große Online-Komponente. Zu dem Zeitpunkt war Volker relativ weit oben in den Warcraft 3, Warcraft 2 Leaderboard. Da war der richtige Zweck. Das sieht man dem Titel auch an, wenn man mal genau hinguckt. Genau, Siedler 2 hat Thomas Heuser gemacht. Mit dem haben wir ja Siedler 5 gemacht. Genau, Siedler 5 am Schluss, nachdem wir es fast versemmelt haben, kam Fanatics noch dazu. Aber im Grunde genommen Thomas Friedmann, Thomas Heuser, Thorsten Knob zusammen
Siedler 2 gemacht. Die waren auch bei Blue Byte dann noch, aber wir haben uns knapp verpasst. Okay. Genau, Siedler 3 ist dann wieder von Volker gemacht worden. Und Siedler 4 ist dann wieder von Blue Byte, also von Blue Byte, also Hans-Jürgen Brendle, Dietmar Meschede, ich vergesse dauernd, der schlägt mich, unser langhaariger Bombenleger, der macht auch noch Spiele, verdammt, Markus Pokrowski. Ja, ich glaube, so hieß er. Ja, die Engine programmiert, der macht jetzt so ein Japan-Rollenspiel, so ein JRPG, schon seit längerem. Ja, der ist super. Dem habe ich auch, das war, ach, geil, daran habe ich mich gar nicht erinnert. Ein kleines Spiel, wir haben zwischendurch dieses Jahr, wir brauchen noch so eine Art Minispiel, das wir auch als Werbetool benutzen können. Und dann haben wir das Manacopter-Minigame gemacht. Das war super. Das habe ich mit dem Markus alleine bei ihm zu Hause abends gemacht. Das war ziemlich abgefahren. Das war so richtig, was man heutzutage als Indie bezeichnen würde. Wir haben halt die ganzen Grafiken benutzen können, aber ansonsten haben wir das Spiel von null. Es war so ein, im Grunde genommen war es ein bisschen wie Snake, so bist mit dieser Manacopter-Wand. War aus Siedler 4 und der droppte so dunkles Samen und dann ist er, also die Erde halt kaputt gemacht. Und mit dem konntest du durch die Gegend fliegen und musstest du so Flächen einnehmen und so. Stimmt, das war geil. Das war ziemlich Manacopter. witzig. Manacopter So, Minigame. Kennt kaum einer. Ich war mal in Österreich bei, wie hießen die denn? Gab so einen geilen Podcast in Österreich, den gibt es leider nicht mehr. Auf jeden Fall war ich da und dann komme ich da rein und dann ging es auch eigentlich um irgendwie einen aktuellen Titel, weiß ich nicht mehr. Und dann sagten die, lass uns mal über das Manacopter Minigame reden. Die haben mich völlig kalt erwischt. Ich war völlig. Also krass. eigentlich kennt das keiner. Ja, ich kenne es auch nicht. Hör mal, der Leon fragt gerade, kann es sein, dass ich den Namen Andreas Suika aus irgendeinem Simulator kenne oder verwechsel ich da was? Das ist jetzt aber gemein. Ist was für ein Simulator, bitte? Ich habe eine Zeit lang bei Rondo Media gearbeitet. Ja. Ja. Das war zwischen Flare Games und der Gründung von Dedelic, habe ich im Grunde genommen nochmal meine alte Leidenschaft für Rettungswesen ausgekramt und habe da mir überlegt, eigentlich finde ich das ein ganz spannendes Thema, also auch wissensvermittlungstechnisch. Und ich bin auch immer noch ein bisschen verbandelt mit den ganzen Themen. Also einer meiner engen Freunde, der Tobi, sitzt in der Leitstelle in Düsseldorf bei der Feuerwehr. Also es ist immer noch ein Thema, was vor mich rumschwirrt. Und ich fand das ganz spannend, mal das Wissen zu verknüpfen zwischen Spieleentwicklung. Und das finde ich auch immer noch spannend. Also aktuell denke ich viel drüber nach, wie man den Ausbildungsstand im Rettungsdienst vielleicht durch VR-Mittel verbessern kann. Ja, Genau, aber da kommt da eine große Welle auf dadurch, uns zu. eigentlich bin ich nirgends nirgends in den Credits da drin. Tja. Außer bei zwei, drei Spielen und Kronk hat irgendwann mal den ADAC-Simulator gespielt und dann hat er natürlich die Credits laut vorgelesen und dann schrieb mich auch direkt irgendwie ein älterer und Bekannter von mir an, mein Name wäre gerade gefallen. Ich so, was? Ja. Guck mal, jetzt kommt hier von Stefan direkt die nächste Frage. Andreas, siehst du die Gefahr, dass durch die ganzen Rabattaktionen der Händler, zum Beispiel Steam Winter Sale, Spiele verramscht werden? Ist ja Oh. interessant, da steigen wir schon direkt tief ein, ne? Wir sind eigentlich noch auf dem Weg dahin, aber antworte ruhig mal. Tja, also da schlägt natürlich immer, bei sowas schlägt einem ja immer zwei Herzen in der Brust. Ne? Aus einer Spielersicht freut man sich natürlich schon immer, wenn man jetzt nicht halt den Riesenpreis für alles bezahlen muss. Auf der anderen Seite, klar ist das schwierig. Also dann guckt man sich die Märkte an, ob das jetzt im Grunde genommen der App Store, also Apple hat es vorgemacht, was passiert, ja, wenn man die Schleusentore komplett öffnet. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr, ich glaube ja, grundsätzlich ist das ein Problem und man sieht ja auch gegenteilige Beispiele, zum Beispiel Elite Dangerous, das ist ein Spiel, was nicht so hoch rabattiert wird. Und die halten sich halt, aber sie sind halt auch eine Hardcore-Zielgruppe, die haben. Ne? Weiß ich nicht. Ich bin aber auch nicht so der Riesenexperte, wenn es um die Bereiche geht. Meine persönliche Meinung ist, ich würde am liebsten Spiele machen, die den Preis verlangen können, die sie auch wert sind und den auch halten können. Wir haben leider Gottes alle zusammen die Spielerschaft so erzogen, dass sie entweder auf eine Rabattaktion warten und dann total vergessen, dass sie es kaufen wollten. Ja, und oder es halt einfach nicht mehr zum Vollpreis kaufen. Und das hat aber was mit der Marktsättigung zu tun. Also jeder
Es ist relativ einfach, ein Spiel zu machen. Es ist total schwierig, ein gutes Spiel zu machen. Aber es ist erstmal relativ einfach, ein bisschen, ich brauche einen Rechner, ich kann ein bisschen Software runterladen, dann kann ich ein Spiel machen, dann zahle ich noch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich für Apple mache, nochmal 100 Dollar, um da reinzukommen. Bei Steam Greenlight oder wie auch immer. Also es ist, die Einstiegsschwellen sind nicht mehr hoch. Das bedeutet, es gab ganz, ganz, ganz viel. Es gibt halt auch ganz, ganz, ganz viel Schrott. Das heißt aber auch, Sichtbarkeit ist ein Riesenproblem. Und dann ist halt die Frage, wodurch man Sichtbarkeit erreicht. Und, ich weiß aber auch von Kollegen, dass so eine Rabattaktion manchmal halt echtes Geld in die Kassen spült, weil du halt also A, eine Sichtbarkeit bekommst, aber jetzt auch die Leute das Spiel gut genug finden, das dann zu kaufen, dann kauft halt eine Masse von Leuten, weil denen ihre Hemmschwelle war das Geld, nicht das Spiel an sich. Dann denke ich, gibt es Spiele, wo man sich überlegen muss, ob das, wir diskutieren das zum Beispiel für unser Spiel auch gerade sehr, weil wir ja schon sehr hardcore sind und da muss man halt schon gucken, was wollen die Leute, ist das Incentive, dass es günstiger wird, überhaupt was wert oder ist denen nicht sowieso, die wollen das eh haben und dann ist es eh egal. Ich denke, Hast das. du mal über so eine First Day Edition nachgedacht, wo der Umfang für die Leute, die früh den vollen Preis zahlen, einfach größer ist und danach dann das Spiel mit etwas weniger Umfang eben in die ganzen Rabattaktionen reinrauscht und dadurch natürlich günstiger sein darf? Also Aber ich dass glaube, man. man darf momentan sehr viel experimentieren und ausprobieren. Unser Spiel ist extrem modular. Das heißt, wir können sehr, sehr problemlos Inhalte nachliefern. Und dann kann man halt gucken, was man damit halt macht. Weiß nicht, ich habe auch schon Spiele gekauft, die im Early Access teurer waren als hinterher. Es gab aber auch, ich weiß gar nicht, welches war denn das. Ich glaube, Prison Architect war das sogar. Das habe ich sehr, sehr früh gekauft. Wie Da war heißt es auch der? günstig. Prison Architect. Prison Architect, Kennst du okay. nicht? Nee. Boah, super Spiel. Okay. Das ist ein Aufbauspiel, wo du ein Gefängnis baust. Und Wachen organisieren musst und so. Das ist echt ein sehr feines Ding. Und die haben das am Anfang halt im Early Access günstiger gemacht. Und jedes Mal, wenn sie halt gewisse Inhalte dazugepackt haben, wurde das halt teurer. Und das haben sie auch immer gut kommuniziert. Ich glaube, Transparenz ist eh das A und O. Also, ich glaube, das Wichtigste, was du machen musst, ist halt klar sagen: hier Hosen runter, so sieht's aus, so machen wir das. Und das dann halt zu erklären. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist halt einfach nicht sagen, wo plötzlich das Spiel günstiger machen. Ja. Ich will nochmal zurück zu deinem Game Design Dokument. Das war nämlich meine zweite Frage. Auch für die Leute, die jetzt eben nicht aus der Branche sind, was schreibt man denn um Gottes Willen auf 500 Seiten auf, um zu beschreiben, wie Unfug. ein Spiel geht? Mal auf, warte mal kurz. Ich Ja. guck mal. Während wir reden, gucke ich was. Ja. Also mich wundert, dass ich links und rechts gucke. Also was schreibt man da rein? Das, was man dann meint, was man reinschreiben muss, alle Regeln für alle möglichen, wie ein Gebäude funktioniert, wie das funktioniert, dann eine Liste von allen möglichen Objekten im Spiel, das User Interface. Also ich halte davon nichts mehr, ne? Also ich bin da sehr weit von weg mittlerweile, so Ja, eine Art von Dokumentation machen. gibt ja noch ganz klare Verfechter, ne? Ich glaube, Daniel Dumont oder so, das sind alles noch Leute. Aber Daniel schreibt auch extrem gute Dokumente. Also Ah ja. ich denke, man muss auch ein bisschen gucken, wo man so herkommt. Also ich bin halt vom Typ eher so ein Hands-on-Typ. Ich lade mir die Unreal Engine runter oder Unity oder Blitz Basic 3D oder was weiß ich. Und während ich mir überlege, was für ein Spiel mache, also natürlich hatte ich vorher schon eine größere Idee, so, ne? Aber wenn es dann darum geht, für sich selber auch rauszufinden, funktioniert das oder funktioniert das nicht, ist der beste Weg, es zu machen. Das heißt, ich habe mir über die Jahre immer mehr Entwicklungswissen angeeignet. Ne? Ich kann jetzt keine Grafiken machen, die geil sind. Ne? Ich kann jetzt nicht programmieren, was nachher irgendwie ins Spiel kommt, aber ich kann es gut genug, um das als Dokumentation zu haben. Der Andreas Nietzsche, der ja Siedler 7 zum Beispiel gemacht hat, oder Incubation, oder das wunderbare, ja, mit Phonetics, Mann, das wunderbare, das Spiel mit den Feen. Verdammt, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, Boah, das ist aber nicht. Das ist nicht in Oh, Ordnung. das geht aber Andreas, kannst nicht. du Warte, gucken? ich Nein, warte. gucke, ich gucke, ich gucke. Mir liegt es auch auf der Zunge. Phonetics. Mann! Irgendwas mit Z, Za, Ja, Zanzara. Zanzara. Danke. Ja, Das ist gut, gewesen. alles gut. Das Genau, Leben geht also weiter. der ist zum Beispiel auch vom Typ her eher so, der setzt sich halt in und kann halt programmieren und macht es halt dann erstmal selber. Und ich finde,
Du brauchst halt schon ein gewisses algorithmisches Verständnis. Du darfst dich aber auch nicht zu sehr von, ist jetzt machbar oder nicht machbar, gefangen lassen. Das heißt, du musst irgendwie diese Gratwanderung hinkriegen aus, ich spinne mal rum und probiere Sachen aus. Aber auch, so ist es jetzt, so geht es jetzt auch, ja. Und nicht mit, hey, ich habe hier so eine wilde Idee und dann soll sich mein Programmierer hinsetzen, das dann machen. Das funktioniert halt auch irgendwie nicht. Genau, das heißt, ich bin vom Typ eher der Meinung, dass man auch mit den Tools heutzutage, die Tools sind halt so viel besser geworden, ja. Ich glaube, da kann sich keiner mehr sagen, ja, ich kann aber nicht programmieren, ich will das nicht. Ich finde, das ist dann ein bisschen schwierig, wenn man dann für ein größeres Projekt oder gerade auch für kleine Projekte ein Game Design machen will. Was ist denn Game Design? Also ich finde ja persönlich eh nicht, dass es Game Design gibt. Also ich finde, die besten Leute, die ich kenne, die im Game Design arbeiten, kommen alle aus Seitenbereichen. Also Alex Brüggemann, mit dem ich Siedler 6 gemacht habe, kam aus Bereich Grafik, Animation speziell. Ja. Der wusste einfach sehr, sehr viel darüber und hat sich den Rest drauf getan. Und dann halt. Die Leute, die ich kenne, die wirklich gut sind, also auch eine Frage, was das bedeutet, richtig gut, aber die Leute, die ich gut traue, dass sie ein Spiel von A bis Z durchziehen, sind meistens die, die nicht pur nur irgendwie Game Design gemacht haben und ein Dokument schreiben und mit Leuten reden wollen. Das sind die Leute, die Ärmel hochkrempeln und sagen, so, ich mache jetzt hier mal bis dahin, wo ich auf selber komme und dann brauche ich Hilfe. Keine Ahnung, bevor du, also ein Grund, warum das jetzt hier Verzögerungen hatte, ist, ich habe eben halt an dem anderen Rechner selber noch an Quests gearbeitet. Und die arbeite ich selber aus. Also die schreibe ich nicht auf, gebe das an jemanden und dann soll das dann machen, sondern ich habe die selber gemacht und dann weiß halt auch, welche Tools du brauchst. Und dann kannst du halt anfangen, mit Leuten zu reden. So, pass mal auf, das müssen wir machen. Hier müssen wir noch eine kleine Library schreiben und hier wäre cool, wenn wir oder die und die Icons machen könnten und da so Feedback geben. Aber das ist echt eine Frage der Philosophie. Daniel Dumont macht halt auch Spiele, die er. Es ist auch eine Grabung. Das, was ich sage, ist auch nicht, gilt halt auch nicht. Das könnte man auch missinterpretieren in, ja, ich habe jetzt eine kurze Idee und dann fange ich an und fange so und mache sofort. Das funktioniert halt auch nicht. Also für die Quest, jetzt ist ein gut, schönes Beispiel, für den Quest heute habe ich eigentlich heute Morgen 4 Stunden nachgedacht. Habe na Sachen nachgeguckt, habe nochmal überlegt, wie ich das mache, habe mir eine To-Do-Liste gemacht, habe gesagt, okay, dann muss ich dieses Artefakt anlegen, wenn ich das Alien treffe, muss das passieren und so weiter. Was passiert, wenn das? Ah, dann ist mir halt aufgefallen, keine Ahnung, in der Konstellation, wenn die und die Aliens im Spiel sind, geht das schief. Das heißt, eigentlich ist ein großer Teil des Jobs sehr langweilig, von außen betrachtet, weil ich auf dem Stuhl hocke und an die Wand starre oder spazieren gehe. Dann legt man aber los und macht es halt wirklich. Und das, ja, also es hängt vom Spiel ab. Ich habe auch schon größere Dokumente geschrieben, wo es dann halt auch wichtig war, das vorab mal zu machen. Ich denke, das hängt von den Rahmenbedingungen ab. Wie ist das? Du sprichst ja die ganze Zeit von den Tools. Welche Tools meinst du denn da? Also jetzt in dem Fall sehr oldschool. Photoshop. Irgendein Texteditor, Notepad++ ist mein größter Freund. Nee, ehrlich? Krass. Mittlerweile bin ich ein bisschen mehr zu Google Docs und Google Spreadsheets gewandert, weil sie halt auch online sind. Aber ich finde, ich habe keinen Bock, irgendwie so high sophisticated Tools zu benutzen, wo ich dann extrem mehr Aufwand habe, wenn ich die irgendjemand anders zugänglich machen will, wenn ich die woanders nochmal schnell bearbeiten will, das muss halt, das finde ich, ist alles so drumherum, dass man sich gut einrichten muss. Das darf halt keine Zeit kosten. Ich will ja an den Inhalten arbeiten, am Spiel arbeiten und nicht damit mich rumschlagen. Das heißt, ich bin ziemlich oldschool da. Keine Ahnung, der Total Commander ist hier gerade offen. Den habe ich noch aus meiner Renaming-Zeit, weil Wie alle heißt Kollegen. der? Total? Total Commander? Aha. Kennst du nicht? Nee. So, viel. Nee, kann ich nicht. Ja, Kein Name. du kannst deinen Screen sharen, Ja, glaube ich ich, ne? weiß, aber du wirst gerade lachen, aber was ich nebenbei tatsächlich mache, ist, ich suche das Dokument. Oder nicht das Dokument, aber Das ich habe hier Dokument. irgendwo in einer Präsentation noch, das weiß ich, habe ich noch einen Ausschnitt aus dem Dokument. Das Dokument. Ja. Oh, ist das Diana in Rat King Entertainment? Red King. Ah, ja, das könnte so sein, ne? Jana, bist du's? Das dauert jetzt eine Zeit lang. So, pass Sag mal, auf. Jana gibt ja gerade ein gutes Stichwort, ne? Sie schreibt hier sehr gute Meinung zum Thema Game Design, unterstütze ich total, macht vermutlich vor allem bei kleinen Teams Sinn. Vielleicht ist es auch gar nicht Jana, aber wir nennen sie jetzt Jana. Und
wenn ich an Blue Byte denke, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du da auch mit einem Notepad Plus-Plus arbeiten durftest. Warum nicht? Ich habe die kindliche, naive Vorstellung, dass du im Ubisoft-Universum mit den tollsten Tools aller Zeiten arbeitest. Mit einer Bibliothek von Dialogfetzen, ja, mit denen schon Assassin's Creed erstellt wurde. Ja, ganz bestimmt. Gerade 2001, wo wir irgendwie dieses komische deutsche Strategiespielstudio sind, Ja. wir gesagt bekommen haben, achtet darauf, wie die Kamera eingebaut ist, dass sie dem Charakter vernünftig folgt. Oh. Die machen dann drei, also wir gucken von oben, also von oben, nicht? Ja, aber die Kamera und Kollision mit der Umgebung ist total wichtig. Also wir hatten in den ersten Monaten sehr große Kommunikationsschwierigkeiten. Interessant. Dabei ist da, pass mal auf, so Ja. Bildschirmübertragung. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist die erste Bildschirmübertragung in einem meiner Interviews. Siehst du schon was? Ja, ich sehe ein Super. Word. Ach, Game Design Settlers 3. Das darf Cool. ich wahrscheinlich überhaupt nicht zeigen, da steht Nee, man kann es Confidential auch drauf. überhaupt nicht lesen. Also mach dir keinen Stress. Also Okay, es ist, dann zeige ich nur mal, also ja. das. Man kann den Umfang erahnen. Ja, also die Geil, Runde. oh Mann. Komm, noch mehr Seiten, los. Ich will noch mehr Nee, noch mehr Seiten geht nicht, sehen. aber oben links zum Beispiel sieht man so ein schönes Ablaufdiagramm, das war der Ja. Wirtschaftskreislauf für ein Volk. Ja. Ja, das finde ich Naja, immer cool. oh, guck Also mal hier. solche Sachen. Prototyp, das ist auch ein schönes Beispiel. Das hier sind zwei Prototypen, die wir damals gemacht haben. Ja. Der linke war ein Prototyp über Ausbreitungsmodelle, wie wir das Land einnehmen können, quasi mit Der unterschiedlichen Völkern. Die waren sehr abstrakt. Und das rechte war ein Amöbensimulator Wirtschaftsprototyp. ist links, ne? Der Amöbensimulator ist links, ne? Oh Gott, Ja. ich muss das wegmachen, du. Ich darf das wahrscheinlich überhaupt nicht Ja, ey, zeigen. das wird Ich habe kein das aus Mensch kann das irgendeiner erkennen. Präsentation, ich habe das über Ja. irgendwann. Irgendwo so ein bisschen als Durchlauf. Gibt's da, wo bist du denn jetzt? Jetzt bist du weg. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin nur hier. Guck mal, du wirst So. hier voll gelobt. Also erstens ist es Jana, das freut mich total. Hallo. Und der Shady Caballero sagt, Andreas ist ein super Typ, was ich so mitbekommen habe. Auch im Sommer beim Game Jam bei den Rocket Beans live dabei und sich sogar selbst bei denen gemeldet, als er vom Game Jam erfahren hat. Das ist doch mal ein schönes Lob, ne? Siehst du mal. Ja, das war ziemlich lustig. Ja. Es war ein Game Jam, den ich mitmachen wollte. Und am Schluss habe ich 49 Spiele mit den Jungs, die das organisiert habe, durchgeguckt und beurteilt und Ach bequatscht. du Scheiße. Und Krass. dann Ja. bin ich war ich zufälligerweise eh unterwegs nach Hamburg und dann sagte der Buddy, komm doch vorbei. Und dann haben wir die Spiele besprochen. Das war eine ziemlich coole Aktion. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Game Ja. Jams sind übrigens auch ein gutes Thema. Ja? Also wenn wir die Überleitung da so machen, so eine Dokumentation oder nicht. Ich finde Game Jams sind halt sehr komprimiert, so eine Spieleentwicklung. Also man hat genau dieselben Phasen, man weiß am Anfang nicht, dann fummelt man rum, dann funktioniert nichts, dann findet man alles zum Kotzen, dann kommt der Zeitdruck, dann funktioniert es doch irgendwie ein bisschen und dann hat man sich übernommen und dann muss man schnell noch was streichen und dann hat man noch eine Stunde und die Version läuft wieder nicht. So ungefähr läuft das auch. Ja. Meistens dann nicht so in 24, 48 Stunden. Aber ich finde, Game Jams lernen eigentlich ganz gut, was man so machen muss. Man muss am Anfang auch eine Vision haben und überlegen, was du grundsätzlich machst. Ne? Natürlich machst du das in einem anderen Umfang, weil auch ein anderes Risiko hinter ist. Aber im Grunde genommen macht man das auch. Ja. Und dann fängst du halt an und machst halt was und probierst Sachen aus. Und erst dadurch kommst du ja auch drauf, seien wir mal ehrlich, eine gute Idee ist nichts wert. Ja? Also wenn jemand jetzt hier irgendwie eine Idee auf den Tisch legt und die gibt es den fünf Leuten, dann werden die fünf unterschiedliche Spiele daraus machen. Da bin ich mir Jo. ziemlich sicher. Weil die eigene Persönlichkeit damit und meine eigene Erfahrung und so weiter. Also das heißt, das einzig Entscheidende ist die Umsetzung. Und die Umsetzung ist etwas, das ergibt sich halt zum Teil. Das macht es ja auch so schwierig, das vorab so gut zu planen. Ja? Ich glaube zum Beispiel auch, also ich kann das jetzt, es gibt zwei Spiele in meinem Leben, die extrem geil liefen. Also das eine ist Anno für die Wii und den DS, das war mit Keen Games zusammen, wo ich den Jan Jöckel auch irgendwie als Freund gewonnen habe, mit dem habe ich meinen Segelkurs zum Beispiel danach gemacht. Wir haben uns also nicht zerstritten, sondern das lief richtig gut. Und das war ein tolles Spiel und das jetzige Spiel, auch wenn es noch nicht raus ist, sind zwei Spiele, wo ich das Gefühl hatte, wir hatten am Anfang eine Vision und eine klare Idee, wo das hingehen soll, aber nicht, wir wussten nicht ganz genau, was wir alles dafür machen müssen.
Aber wir haben nicht rumgeeiert. Also Siedler 5 war so ein Spiel, wo wir echt im Nachhinein betrachtet sehr rumgeeiert sind. Wir haben mal den Prototypen gemacht und mal den und am Schluss hat das wenig Erkenntnis gegeben für das eigentliche Spiel. Das heißt, gefühlt war das sehr weit weg und sehr theoretisch und sehr verkopft so. Und auch sehr unemotional zum Teil. Und Anruf für die Wii und das ist so Long Journey Home, sind irgendwie sehr stark gestartet, mit einer klaren Ausrichtung. Bei Anno war es halt, wir wollen extrem coolen, smoothen Bedienung haben für die Wii. Und das für ein anderes Spiel. Das ist halt, das heißt, das erste, was wir gemacht haben, ist ein Prototyp, wo man ein Haus bauen kann, eine Straße bauen kann und ein Schiff steuern kann. Und das haben wir dann x-tausendmal iteriert. Während wir so die Grundlage fürs Spiel gelegt haben, hatten wir nach 4 Wochen schon eine erste spielbare Version. Die hatte keine Logik, aber man konnte das, was uns am wichtigsten war, nämlich die Controls testen und Leute vorsetzen und sehen, die schneiden das nicht und das geht nicht und das funktioniert nicht. Und dann nochmal ändern. Und bei Long Journey Home sind wir sehr über die emotionale Schiene gestartet. Also ich habe halt lange nachgedacht, was für ein Spiel ich jetzt, wenn ich jetzt schon die Chance habe, ein Spiel zu machen, was für ein Spiel das sein wird. Und fand halt, ich möchte irgendwas haben mit einer intrinsischen Motivation. Das heißt, was ich als Spieler verstehe. Nicht sowas wie, hey, da ist die Burg, mach die kaputt. Und dann, ja, mach ich die kaputt. Und dann habe ich die kaputt gemacht. Und dann habe ich kriege einen Lohn. So ganz, ich bin in meinem Leben noch nicht durch die Gegend gezogen und habe Burgen zerstört. Das heißt, ich kann das emotional nicht gut nachvollziehen. Ich wollte etwas machen, was man emotional nachvollziehen kann. Zum Soweit. Beispiel durchs Weltall fliegen und Nee, pass auf. ja. Nee, nee, nee. Das, am Anfang gab es kein Weltall. Ah ja. Zu dem Zeitpunkt waren, wie auch jetzt immer noch, Survival-Spiele sehr fett. Ja, und wenn du mal guckst, Survival-Spiele sind ja nicht irgendwie in Amerika oder in der westlichen Welt groß, und Survival-Spiele funktionieren weltweit. Und ich glaube, es ist eigentlich relativ offensichtlich, warum wir als Menschen verstehen, wenn jemand sagt, überlebe, und dann gibt er mir noch ein Setting, dann kann ich eins und eins zusammenrechnen, was ich da so machen kann. Und ich verstehe es intrinsisch. Also nehmen wir Minecraft. Ja? Ich spiele das erste Mal Minecraft und renne nachts durch die Gegend und werde von einem Zombie ermordet. Da verstehe ich sofort. Und das einzige andere, was ich weiß, ach, ich kann da so Dinger wegnehmen und kann die wieder hinmachen. Und was jeder macht, ohne Tutorial, ohne Quest, ohne Erklärung, er buddelt sich in der ersten Nacht ein. Und das, denke ich, funktioniert deswegen, weil es halt das Spiel gibt dir ein Setting vor, was dir sofort klar macht, ah, hier geht es um Überleben. Und Überleben verstehe ich. Das ist in unserer DNA drin. Auch wenn wir nicht mehr in den Wald rausgehen und Tiere jagen. So, und ich habe überlegt, was geht da noch so? Und mein Gott, ich bin in dem Jahr dann halt auch ein bisschen älter geworden und dann kommt man ja auch in so ein Alter, wo man überlegt, da wo ich jetzt bin, ist es so da, wo ich hin wollte? Also ist es, bin ich zu Hause angekommen? Und dann macht das Klack nicht mehr, oh, nach Hause kommen, sich verlaufen. Da gibt es ganz viel drumherum. Und zwar gibt es so einen schönen Gegenpol, nämlich dieses, ich verlaufe mich irgendwo und es ist voll faszinierend. Also ich bin, keine Ahnung, ich war mal in Marokko für Ubisoft, das war super beängstigend, weil alle. Kompletter Kulturschock, die waren ganz komisch, die haben ganz komisch artikuliert und ganz komisch. Das war so ganz weit weg von allem, was ich kannte. Ich hatte echt Schiss, also abends um ein Hotel zu gehen und habe erst so nach der ersten Woche angefangen zu begreifen, das ist denen ihre Art. Also das ist gar nicht böse gemeint oder so. Wir waren irgendwie dann auf so einem Markt und dann waren Kollegen mit und die übersetzten dann halt, die handelten. Ich wollte was für meinen Sohn kaufen, dann handelten die und dann schrien die sich an und ich war schon, oh nee, komm, das ist nicht so richtig. Also, nee, nee. Die reden doch nochmal. Und ich sage, ja, dann versetz mal. Und dann haben die über sowas geredet, wie, das hat doch nicht deine Mutter gemacht. So ein Schrott. Das kann doch nicht sein. Da gebe ich doch nicht so viel. Also so haben die halt geredet. Das heißt, das war kulturell so weit weg von mir. Und dieses Gegengewicht von, du bist irgendwo, was du nicht kennst. Und es ist irgendwie faszinierend und spannend. Und du hast ein bisschen Heimweh. Also es ist doch nicht wie zu Hause. Und ich fand, das waren so zwei schöne Gegenpole. Und das habe ich dann, das war einer der Emotionen, die ich auf der Liste hatte. Finding your way home. Und dann habe ich überlegt, wo geht denn das gut? Und heutzutage mit Handy und GPS und so ein bisschen schwierig, also in der Jetztzeit schwierig, wenn dann muss man schon sehr weit in die Vergangenheit. Auf der Erde ist auch irgendwie, wir kennen das halt alles schon irgendwie aus Fernsehen und was weiß ich. Und dann kam im Grunde genommen erst Sci-Fi als mögliche Sache. Und dann macht es nochmal Klick und dann dachte ich, geil, Star Control war eins meiner Lieblingsspiele. Macht keiner mehr, habe ich angefangen zu googeln. Ich sage, warum macht denn keiner so eine Art von Spiel mehr? Sid Meier's Pirates zählt halt für mich auch zu dieser Art von Spiel, mit relativ großer Freiheit, aber gleichzeitig Story. Naja, und dadurch hat sich dann ergeben, im Grunde genommen, ja geil, machen wir Sci-Fi. Genau, aber das, um nochmal darauf zurückzukommen, diese beiden Spiele waren deswegen irgendwie besonders, weil von vornherein klar war, um was es so geht. Und dann probiert, wie man das erreicht. Und nicht so, hey, wir wissen nicht, was wir machen wollen, dann machen wir mal das, dann machen wir mal das, dann machen wir das und dann
Ja, und dann am Schluss bist du verwirrt und dann weißt du auch gar nicht mehr, passt das jetzt überhaupt noch zu deinem roten Faden, wenn du den nicht klar artikulieren kannst. Ich hatte jetzt gerade erst gedacht, das hat vielleicht mit deinem Hobby zu tun, mit dem Segeln. Weil ich so gedacht Das habe, kann ne? man schon. Man versegelt sich, wird vom Sturm abgetrieben, muss den Weg Ah. zurückfinden. Da habe ich jetzt eigentlich drauf gewartet. Ich glaube, man kann sich ja nie erwehren, wenn man so eine Art von Spiel macht, was ja jetzt kein Auftrag von außen war. Ja, dann kann man sich nicht erwehren, Carsten von Döllig, als wir darüber gesprochen haben, was ja eh schon eine lustige Geschichte für sich war, wie das dazu gekommen ist, können wir gleich nochmal erzählen. Aber Carsten sagt halt, ja, lass ein Spiel machen und dann habe ich halt das als Vorschlag gemacht und dann ist ja geil, mach halt. Das heißt, so viel Vertrauen entgegenzubekommen, ist halt auch extrem selten. Und dann ist es natürlich eine andere Rahmenbedingung. Allerdings ist natürlich auch dadurch die gefühlte Verantwortung um einiges höher, als wenn jemand von außen, wie jetzt, wenn Ubisoft sagt, macht mal ein Anno für die Wii und wir sagen, was? Da gibt es doch gar keinen Markt für. Dann denkt man sich da trotzdem rein und kriegt es halt irgendwie hin und findet es am Schluss aber richtig gut. Ist halt was ganz anderes, als wenn man was Eigenmotiviertes macht. Und wenn man was so Eigenmotiviertes macht, dann lässt es sich ja nicht vermeiden, dass da was sehr Persönliches drin ist. Und natürlich ist da ein roter Faden, mein roter Faden irgendwie drin für mich. Ja? Das lässt sich ja nicht vermeiden. Sag mal, Segeln. Ja. Hast du Segeln angefangen, zusammen mit Jan? Ja, Oder? genau. Jan Ach. Jöckel habe ich mein. Ich habe ein bisschen früher angefangen und habe dann Jan quasi mit begeistern können. Genau, wir haben auf den Kanaren unseren SKS gemacht, also den Segelschein, mit dem man dann auch chartern darf. Aha, okay. Und wieso ausgerechnet Segeln? Also, ich meine, man ist da relativ alleine, man ist irgendwo draußen auf dem Meer. Brauchst du das Man als ist nicht allein. Gegenpol? Ja, relativ alleine, ne? Ja, also weiß ich, es gibt viele Aspekte, die ich da extrem gut finde. Gelandet bin ich da, weil ich mit meiner Familie auf den Azoren Urlaub gemacht habe und mir kurzfristig 10 Minuten bevor der Flieger ging, ein Buch gekauft habe. Und in dem Buch ging es um Segeln, von dem Michael Lenuk. Und der hat irgendwie in dem Buch erzählt, wie er mit seiner Freundin kurz entschlossen ein Boot gekauft hat und dann wollten sie 2 Jahre um die Welt segeln, ohne dass er segeln kann. Und dann wurden da 8 Jahre drauf und haben auf einer einsamen Insel ihr erstes Kind großgezogen. Völliger Wahnsinn eigentlich. Genau, und das fand ich total spannend. Und dann haben wir auf den Azoren nochmal einen kleinen Segeltrip gemacht. Das passt dann auch irgendwie ganz gut dazu. Und dann habe ich aus den Azoren raus, weil mich das Buch und der Typ so fasziniert, habe ich dem eine E-Mail geschrieben. So, hey, hier, Michael, gerade dein Buch gelesen, sehr geil. Völlig abgefahren. Wie kommst du denn jetzt in Deutschland wieder klar? Weil am Schluss war klar, die sind wieder hier. Ja. So, wenn man das so liest, dann weiß ich gar nicht, ob es dann nicht sehr schwierig ist, sich wieder an die Zivilisation zu gewöhnen. Also an diese Zivilisation zu gewöhnen. Und dann schrieb er, ja, ich komme eigentlich überhaupt nicht klar. Aber wenn du das wissen willst, ich habe gerade gesehen, du kommst ja hier aus der Gegend, ich wohne in Düsseldorf, lass uns auf ein Bier treffen. Dann habe ich mich eine Woche später auf ein Bier mit dem getroffen und hab mit dem gequatscht. Ja, und das hat mich sehr fasziniert. Und die abgefahrenste Geschichte daran ist, dass 2 Monate später ich bei Blue Byte saß, gearbeitet habe, freitags morgens um 9 Uhr mein Skype aufging, der Michael fragte, pass auf, ich bringe hier gerade ein Boot von Alicante nach Faro und mir ist jemand abgesprungen, das ist sehr stürmisch, ich bin total fertig. Wenn du morgen früh in Alicante sein kannst, nehme ich dich umsonst mit. Und dann habe ich so überlegt, ich hatte gerade meinen Binnensegelschein gemacht und dachte mir, ey, geil, ist ja super. Habe erst gedacht, geht nicht. Ich habe meine Frau kurz angerufen, da hier, das und das. Ich finde das schon spannend, aber ich werde 2 Wochen weg und dann morgen. Irgendwie. Und meine Frau ist halt ein ganz dufter Typ und ihr sagte dann, ja, mach. Und dann bin ich zu Odil gegangen, Chef von Blue Byte damals, Odil, oder was? Ich weiß gar nicht, ob es so Deal war oder ob das noch Ralf war. Egal. Ich habe hingegangen und gesagt, hier, pass auf, ich könnte da, aber dann müsste ich jetzt so jetzt los, weil ich brauche noch Segelsachen. Und ich muss einen Flug noch buchen und ich muss in 8 Stunden im Flieger sitzen. Und die sagten auch, ja, mach halt. Dann bin ich in den nächstbesten Segelladen gegangen, habe mir eine Jacke gekauft, habe meine Klamotten gepackt, habe einen Flieger gebucht und bin morgens früh in Alicante aus dem Flieger ausgestiegen, habe meine Frau angerufen und gesagt, ich kenne gar kein Spanisch. So verwirrt war ich. Ja.
Genau, dann bin ich mit denen losgesegelt von Alicante aus und habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Mir ging es noch nie so dreckig in meinem Leben Ja. auf dem Boot und ich dachte nur 3 Stunden lang. So, das war Segeln nie wieder. Ja. Ja, aber ich habe es Krass. irgendwie überlebt und dann Du hast hängt zwei geblieben. Wochen lang hast du dir die Seele aus dem Leib Nee, gekotzt. es waren 3 Tage. Also ich Ah habe ja. 3 Tage lang wirklich ununterbrochen gekotzt. Unfassbar. Ja, das Und war hart. dann hört das plötzlich auf und alles ist gut. Bei mir hat es dann irgendwann aufgehört. Also Ja, es das ist ja. ging ja nicht wirklich so dann weiter. Ich habe Ja, letztens aber. Batman VR gespielt und war Yes. auch ein bisschen mitgenommen. Das heißt, du meinst, ich muss einfach die Brille 3 Tage Das weiß ich nicht, ob ich das auflassen empfehlen würde. und dann ist alles gut. Ja, schön. Ich kann sagen, dass mir in VR auch relativ schnell schlecht wird, aber auf dem Boot nicht mehr. Ja, Ich glaube, gut. es hat auch was mit Kontrolle und so zu tun. Und mit dem Wissen. Und Naja, hier hat mir auf der jeden Fall super viel gebracht. Michael hat sich auch super gefreut, ne, dich als Hilfe dabei zu haben, Ja, am Anfang fand er das ganz. ne? Ach, Andreas, schön, dass du da bist. Du großer Segler. Ja. Ja, aber es hat tatsächlich mich fürs Spiel oder auch als Mensch extremst weitergebracht. Naja, Also, du, das als sind ich ja dann. eigentlich auch genau die Momente, die man im Leben braucht. Wenn du solche Sachen nicht mal erlebst, dann hast du ein schnödes, langweiliges, uninspiriertes Beamtenleben, wobei ich da niemandem jetzt zu nahe treten will, der verbeamtet ist, ne? Aber als Klischeebeamter, sagen wir es mal so. Als Ja, Game-Designer also, muss man inspiriert sein. Und warum nicht durch na, sowas? aber es geht auch um ganz andere Sachen, zum Beispiel Menschenführung. Ich habe dann halt auch angefangen, habe dann halt meinen Schein gemacht und ich war dann auch irgendwie derjenige, ich bin dann relativ schnell ins kalte Wasser gesprungen, habe ein Boot gechartert und bin dann mit der Familie und ein paar Leuten drauf habe das dann halt so gemacht. Und ich kann sagen, dass das ganz viel mit Leadership zu tun hat, weil du nämlich nicht durch die Gegend schweißt und den Leuten erzählen willst, was sie machen sollen, sondern eigentlich Wissen vermitteln willst, dass sie halt die richtigen Dinge tun und klare, kurze, knappe Ansagen zu machen, dass jeder versteht, worum es geht. Also, oder halt auch Grenzsituationen. Ich hatte schon ein paar wirklich harte Situationen, wo man im Nachhinein sagen muss, oh, wow, das hätte auch anders laufen können. Und die erden einen natürlich auch ein bisschen. Ne? Das hat mir auch fürs Spiel selber und so, also ich weiß nicht, fürs, keine Ahnung. Ja, finde ich toll. Ich habe das Gefühl, es hat mir extrem viel gebracht. Und deswegen hänge ich da rum ein bisschen. Und der andere Grund, warum ich das mag, ist halt, ich habe 2 Vorträge mal auf einem Segelboot vorbereitet für irgendwas. Und man merkt einfach, ne, man hat seine eigene kleine Welt, die ist sehr überschaubar, ist nicht alles zugemüllt, alles hat seinen Platz. Also es ist einfach zwanghaft, sehr geordnet und sehr, sehr, wenn du dann so ein Freigeist bist und dann auch vielleicht nicht gerne aufräumst, dann zwingt dich das in so ein gewisses Ding und das ist halt eine kleine, überschaubare Welt und das lässt dann viel Freiraum für anderes. Also daher Ja, mache ich finde ich das toll. zwischendurch immer so sehr, sehr gerne. Du, ich lese noch mal ein paar Kommentare vor. Ja? Zum einen hat die Lady gesagt, ich finde diesen Ansatz total inspirierend. Irgendwie so sollten mehr Spiele gemacht werden. Das bezog sich auf das, worüber du eben gesprochen hast. Dann schreibt Jana, tolle Geschichte. Warum habt ihr nicht etwas übers Segeln gemacht und stattdessen Sci-Fi als Setting für Journey Home gewählt? Und noch hier, Carsten Fichtmann ist auch immer ein sehr guter Interviewpartner. Gute und schonungslose Einblicke in die Branche gibt, sagt Shady. Aber nehmen wir doch mal erstmal das mit dem inspirierend und so sollten mehr Spiele gemacht werden. Meinst du, es gibt viele Game Designer, die so arbeiten? Ja, ich glaube, es gibt mehr als man denkt. Es gibt halt nicht so viele Leute, die immer so laut sind. Es gibt nicht die paar Leute, die immer auf Facebook alle immer rumbrüllen und viel Zeit anscheinend haben zu texten. Die Leute, die ich kenne, die gut sind, sind halt auch einfach nicht so präsent. Und ja, ich kenne ein paar Leute, die genau so arbeiten. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Daniel Dumont, der schreibt so sein Dokument, aber dann sitzt er da und macht das und bastelt an seinen Tabellen rum und ändert das, spielt das Spiel die ganze Zeit und sagt, das ist Kacke und das ist Kacke und das müssen wir anders machen. Denk aber nicht so ad hoc, sondern mit fundiertem Wissen und hingesetzt und überlegt. Also ich kenne schon eine Menge und ich glaube auch ehrlich gesagt immer, je länger ich dabei bin, glaube ich auch, dass die Leute, die richtig gut sind, ist irgendwie so ein Muster, was ich für mich so, man bleibt ja an so Leuten kleben und man bleibt natürlich an Leuten kleben, die man selber auch sympathisch findet. Und natürlich ist das immer so seine eigene Bubble und man denkt so, dass so ist es dann auch für alle. Ja. Aber ich bin mittlerweile
sehr, sehr oft, wenn ich ein Spiel spiele und es geil finde und weiß, wer das ist, habe ich überhaupt kein Problem damit, denen eine E-Mail zu schreiben oder über LinkedIn oder was auch immer. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute zurückantworten. Ich habe mal eine Zeit lang mit Peter Molyneux gemailt. Ich habe mal hier die Jungs, die Star Control gemacht haben, mit denen ein bisschen gesprochen. Mit Kevin Levine kann man auch mal sprechen, wo, ja, das ist ein bisschen schwierig, aber kann man auch sprechen. Also, auch, also die Leute sind ja sehr, sehr, sehr zugänglich meistens, wenn du mit den richtigen Themen kommst. Und dann stellt man schon fest, dass die Leute, die irgendwie wirklich richtig brennen, auch die Leute sind, die auch noch Hand anlegen und nicht sich in ihr Zimmerchen setzen. Sid Meier, ich bewundere Sid Meier. Sid Meier hat eine eigene Firma. Ist da aber nicht Chef von, sondern sitzt in seinem Kämmerchen und macht halt seinen Prototypen und hilft den anderen Designern in ihren Prototypen und ihre Sachen zu machen. Ein super Vorgehen und ich glaube auch, dass ein Civilization eher so entsteht, anstatt dass jemand Dokumente schreibt. Was hältst du denn von der Ausbildung zum Game Designer? Also es ist ja unheimlich schwierig, Leuten, schön, es ist ja unheimlich schwierig, Leuten das, was du da gerade sagst, beizubringen. Oh, wir haben Besuch. Jetzt sind wir zu dritt. Es wird spooky, jetzt sind wir zu viert. Ja. Ich meine, du bist per se. Also Ausbildung. Ja, da darf Schwieriges Thema. der Andi jetzt nichts zu sagen. Da will ich ja nichts zu sagen. Du bist schön bekloppt. Ja, ist in Ordnung. Komm, wir fragen. Nee, also Ausbildung ist wichtig. Pass auf, ich erzähle was anderes. Wie heißt Und der? zwar. Wie heißt der Und Typ, den du zwar mir da gerade in die Kamera gehalten hast? was? Ja, wie heißt die Figur? Hat doch bestimmt einen Das Namen. ist deine Ernst, oder? Doch, natürlich. Du fragst jetzt ernsthaft, wer das ist. Ja, ich kenne die, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Du musst mir das sagen. Nee, Sonst will ich ja nicht das fragen. kannst du googeln. Wer Also, soll ich eine denn googeln? Soll Ausbildung. ich googeln, wie heißt die Figur, die Andy Suika gerade eben ins Bild gehalten hat? Nee, also dann finde ich, das ist jetzt was für den Chat. Ich Ja. denke, jetzt können alle mal richtig loslegen, die wissen, wer das ist, Ja. und sich massiv über den Stefan lustig Oh, machen. geil. Ich bin Das geht eigentlich gar nicht. Also gerade ich Ja. finde auch, das Interview muss jetzt hier abgebrochen werden. Den absoluten Jetzt Konkurrenten. ist vorbei. Absoluten. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt Schluss. Ja, ich bin mal Ich weiß nicht, ob gespannt. ich jetzt noch Fragen ernst nehmen kann von Ja. dir. Also pass auf, Ja. Ausbildung. Es gibt eine Schule in Malmö, die heißt Creative Assembly. Bei dieser Schule melden sich die umliegenden Firmen wie Dice und Co., ja, also richtig große Firmen, und betteln darum, Abgänger zu finden, die zu ihnen kommen. Und ich hab einen Freund, guten Bekannten, der hat in Karlshamn in Schweden seine Firma und er hat mir ganz stolz irgendwann mal eine Mail geschrieben: Wir haben zwei Stück aus der Schule bekommen. Wow, Hammer, die sind zu uns gekommen. Und was die Schule auszeichnet, was ich total super finde, ist, die gehen die Spielhistorie durch und machen Spiele. Die fangen an und machen einen Pong. Und dann machen sie ein Arcade-Spiel, ein anderes Arcade-Spiel. Und dann machen sie einen Jump'n'Run in 2D. Und die gesamte Ausbildung um das Machen von verschiedenen kleinen Spielen herum. Und wenn ich mir eine neue Engine angucke, das Erste, was ich mache, kein Scheiß, ist ein Pong. Weil ich dann ganz simples Spiel, aber erstmal so, ne, wie importiere ich was, wie mache ich das, so, wie sind überhaupt die Grundlagen? Und das finde ich ziemlich faszinierend. Ich finde, diese Schule sollte man sich halt viel häufiger als Vorlage annehmen. Ich denke halt, dass wir in Deutschland haben nicht unbedingt ein Problem, was nur im Game Design Ausbildungsbereich liegt, sondern wir haben ein schulisches Problem. Ich sehe das mit meiner Tochter, ja. Da werden irgendwelche Curricula und irgendwelche, das ist ja super. Meine Frau ruft gerade an, aber ich gehe jetzt nicht ran, Aha, ja. so ist recht. Ist sie im Ich selben hoffe, die Haus? guckt nicht zu und wollte jetzt irgendwie mich abhalten, um was zu sagen oder so. Na, egal. Ja. Also, ich finde, wir haben halt ein grundsätzliches Ausbildungsthema in Deutschland. Unsere Ausbildungs- oder schulische Ausbildung vor allen Dingen ist sehr, sehr, sehr angestaubt. Und ich hoffe, das ändert sich jetzt, wenn auch die Leute, die in verantwortlichen Positionen da sind, vielleicht alt genug werden, aufzuhören und neue, junge Leute nachkommen. Ich habe ja mehrere Vorstöße gemacht. Ich finde ja Verknüpfung von Spielen und Lerninhalten extrem spannend. Ich habe auch mehrfach versucht, was in dem Bereich zu machen und bin mehrfach, ja, war sehr, sehr traurig gelaufen, enttäuscht worden. Ich glaube, dass da echt viel geht.
Ich glaube halt, dass wir so Vorgaben haben, was in so einer Schule passieren muss, damit du einen Abschluss, einen anerkannten Abschluss bekommst, die auch ein bisschen kontraproduktiv sind. Und in Deutschland, wir haben das Henne-Ei-Problem. Wer soll denn unterrichten? Ja, wer ist denn richtig gut, der unterrichten kann? Also ich kenne Leute, die sind, aber die können ja nicht unbedingt direkt auch unterrichten. Also ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich kenne jemanden, der ist extrem gut in dem, was er tut, im Game Design Bereich. Der könnte Leuten echt was beibringen, aber den kannst du nicht. Da rennen die alle weg, wenn der sich da vorne hinstellt. Das ist ein dufter Typ, der ist auch total lieb, aber der hat nicht die Skills, das zu vermitteln. Oder wenn er, also der kann das vermitteln, aber in einer anderen Umgebung als in der Schule. Das heißt, wir haben ja schon ein bisschen das Problem, wer dozentiert denn und wer hat denn Zeit und wer ist denn gut genug? Wir sind auch, ich meine, guck mal, wie jung das ist. Also es gibt das doch alles noch gar nicht so irre lang. Dadurch kannst du natürlich auch, ich finde es übrigens sehr schön, was im Chat Ja, ich geschrieben finde es auch sehr lustig. Also, ich will an dieser Stelle nur noch mal sagen, ich habe gefragt, wie heißt der? Ja? Und der ganze Chat sagt, du Anfänger, hahaha, Day of the Tentacle. Das wusste ich. Ich will wissen, wie diese Figur heißt. Dann habe ich gerade nebenbei, deswegen habe ich mal nicht auf Andi geguckt, habe ich die ganze Zeit nach den Charakteren gesucht. Und wisst ihr, wie er heißt? Purpurtentakel. Ja. So. Jetzt wissen wir es. Es ist die Purpurtentakel. Ja. Und ich finde, das ist doch mal ein Name, den darf man doch mal hinterfragen. Nee, Verdammt. ich finde nicht. Naja, alles klar. Ja, auf jeden Fall glaube ich halt, dass es ein sehr mannigfaltiges Problem ist. Du wirst lachen. Ich habe mich schon ein paar Mal mit dem Gedanken rumgeschlagen, ob man nicht eine Schule aufmachen sollte. Also ich finde halt vieles, Eine ich unterrichte richtige auch, Schule? ich unterrichte relativ viel. Eine echte Schule, meinst du jetzt? Eine Schule, die halt, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, wie die Games Academy oder wie die MDH oder so, aber eine Schule, die sich darum kümmert, Spieleentwickler auszubilden. Ich finde das Okay. schon ein sehr spannendes Thema und ich finde, da kann man halt einiges. Und wir nennen die dann Media Design Academy. Ja? Nee. Hör mal, wann hast du angefangen, Puppen zu machen? Wann hast du angefangen, Puppen zu machen? Weiß ich gar nicht genau. Vor allen Dingen, nachdem ich irgendwie Halluzinationen hatte, dass mich Puppen umbringen wollen. Eine gewisse Art von Verarbeitung. Das sind keine Halluzinationen. Das ist so. Nee, das war, ja, das ist jetzt ätzend, ey, lass mal. Hör mal hier, wir haben zwei Kommentare noch, Andi. Die Lady sagt, ich meinte eigentlich die Idee, dem Spieler ein tiefes Bedürfnis wie nach Hause kommen vorzusetzen, die ich inspirierend finde. Nur um das nochmal zu erklären, das machen nicht so viele. Und da hat sie durchaus recht. Ja, ist auch ätzend. Also ich weiß auch nicht, was ich als nächstes machen soll, weil es ist nicht so einfach, davon gibt es ja nicht so viele. Und es ist dann auch relativ schwierig durchzuziehen. Jetzt lass mal machen. Ey, bei euch ist was los zu Hause. Ist kein Wunder, dass deine Frau anruft. Morphomastei sagt, ist solch eine Ausbildung denn besser, als wenn man sich selbst an die ganzen Sachen setzt und Inhalte setzt, um damit dann von selbst Projekte durchzuarbeiten? Also ich glaube eh, dass man heutzutage viel Wissen sich tatsächlich selber aneignen kann. Und ich glaube auch, ja, es ist eine Frage, was man für ein Typ ist. Es ist ja nicht jeder gleich. Also ich gehöre auch zu denjenigen, bevor ich mich hinsetze. Und zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, unsere Firma, wir sind fast nur so Leute. Bei uns setzt sich keiner hin und geht zuerst ins Forum bei Anvil und googelt nach Sachen, sondern man fängt an und macht es erstmal. Und dann hat man irgendwann eine Frageliste, eine konkrete. Und meistens ist es dann so, wenn man eine konkrete Frageliste hat, dann kann man sich, ist man auch an dem Punkt, dass man die selber bearbeitet. Und dann, keine Ahnung, wir haben in Anvil 4, 5 Fehler gefunden, die inhärent ziemlich tief in der Engine drin sind. Und wir haben die nicht submitted, weil wir eigentlich einen Bug hatten, also total scheiße. Und dann hat man sich damit beschäftigt. Und dann ist man so autodidaktisch, dass man das halt erstmal selber wissen will, bevor man irgendjemandem eine total alberne Frage stellt. Wenn man eine vernünftige Frage stellt, dann will man denen sagen, wie man das reproduzieren kann. Dann macht man das und dabei findet man die Lösung. Und dann
So, das heißt, es gibt Leute, die halt sehr autodidaktisch sind, und dafür ist es, glaube ich, sehr toll heutzutage. Ich mache hier das Ding auf, gehe bei YouTube hin und mach zwei, drei Tutorials und weiß dann schon ziemlich gut Bescheid. Ich glaube aber auch, dass das ein langsamerer Weg sein kann, als ein paar Leute dabei zu haben, die es einfach schon mal gemacht haben und sagen können, hier müssen wir auch so und so und so, und das hat die und die Konsequenzen. Da musst du dran denken. Und deswegen so eine Mischung, glaube ich schon ganz gut. Und so eine Schule im besten Fall vermittelt dir einfach schon mal ein paar ganz gute Grundlagen. Und im Bereich Game Design gibt es einfach auch nicht so viele gute Grundlagen. Also es gibt ja auch nicht so irre viele Bücher, die so richtig hilfreich sind, so hands-on. Ne? Also hands-on, warte mal. Ja, bin ich mal gespannt, welches Buch du holst. Ich habe hier auch zwei Ja, stehen. das, was wahrscheinlich jeder in die Kamera hält. Ein Buch, was ich sehr hilfreich finde, ist das eigentlich, gespiegelt? Nein, alles gut. Okay, bei mir ist es gespiegelt. Ist von Jesse Schell, Art of Game Design. Ja, das ist sehr gut. Der hat einfach, im Grunde genommen kann man sagen, das sind ein paar Fragen, die du deinem eigenen Spiel stellen kannst. Die nennt er Linsen. Und dann kannst du mal deine Gedanken und deine Features und was weiß ich alles durchgehen und kannst das mal dagegen halten. Das finde ich relativ gut. Game Design Workshop ist, glaube ich, noch ein anderes Ding, aber es gibt nicht so wirklich richtig viele Sachen. Man muss auch sagen, wir testen immer noch viel. Also wenn ich überlege, was ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe, ich habe dauernd das Gefühl, wir entwickeln uns ja noch weiter. Also ne, wie mit Interaktion um. Ich meine, was macht ein Game Designer? Meiner Meinung nach, der Programmierer kümmert sich um Code, der Grafiker kümmert sich um die Grafiken. Und worum kümmert sich eigentlich ein Game Designer? Ein Teil ist Daten, also das liegt sicherlich daran, wie ich angefangen habe, aber meine Überlegung ist, der Grafiker macht den Code und der Grafiker macht noch ein paar Grafiken, und ich übertreibe jetzt total, bin total polemisch. Ja? Jemand macht den Code und irgendjemand muss ja diese Grafik mit dem Code in irgendeine szeniastische oder wie auch immer geartet zusammenbringen. So, das heißt, irgendjemand kümmert sich um Daten. Das ist eine Aufgabe des Gegners. Aber die Hauptaufgabe ist, interessante Interaktivität sicherzustellen. Und im Bereich der Interaktivität lernen wir einfach immer noch was dazu. Und das entwickelt sich auch super schnell. Also ganz praktisch im Sinne von neue Input-Devices kommen dazu. Ja? Dann ist auf einmal Touch da, und dann soll man auf einmal rumhampeln vor der Kamera. Und dann kann man auf einmal, hat man einen Bewegungssensor. Und dann hat man, also es gibt ja dauernd neue Input-Sachen, neue Arten von Interaktionen oder auch selbstgebastelte, richtig abgefahrene Sachen für Museen oder wie auch immer. Und dieses ganze Thema Interaktion, ich glaube, theoretische Spielelehre gibt es auch erst seit den 70ern. Also das ist nicht so, dass das alles schon total bekannt und so ist. Ne? Und wer soll es denn dann vermitteln, wenn das auch nicht so? Das heißt, das schränkt es halt schon sehr ein, jemanden zu finden, der einfach Ahnung hat, es gut vermitteln kann und das richtige theoretische Wissen hat. Und ich glaube, so eine Schule, weiß ich nicht, ich mache immer so drei, vier Themen im Unterricht, die kommen meistens sehr, sehr gut an, weil sie immer ein bisschen repräsentativ sind. Das eine ist, wie finde ich denn raus, was ist denn schwierig und einfach in meinem Spiel, und wie kann ich das tweaken? Also wie baue ich mir ein Kontrollpult, wo ich weiß, wenn ich den nach oben mache, dann geht das nach unten und das hat die Auswirkung fürs Spiel. Das Zweite ist, wie lerne ich denn als Mensch? Also wie lerne ich überhaupt erstmal, und wie kann ich das übertragen auf Spiele? Ja? Also wie kann ich das Spiel lernen? Wovon kann ich eigentlich ausgehen, was jemand weiß? Wie kann ich sicherstellen, dass ich konsistent bin und nicht irgendwie mal die Regel und dann mal die Regel und so machen? Das heißt, Edward Snowden, okay. Ist geil, ne? Das hat auch Ist mal das Edward Snowden? Ja, eine berechtigte Frage. ja, ich Ich sitze hier habe ja immer so Deutschland, politisch hochsensible Gäste. habe Deutsch Ja. gelernt und mache hier gerade den Whistleblower. Ja. Ja, Das ist Andreas genau, also Spiegel. Learnability, also wie lernen, ist halt für mich Spiegel. immer ein richtig tolles Thema. Wie drehe ich an der Schwierigkeitsgrad rum? Und das nächste ist, wie mache ich denn, also das läuft schon im Thema Usability, also wie kriege ich denn irgendwie ein, wie kriege ich denn die Interaktion hin? Was bräuchte ich denn überhaupt dafür? Ne? Welche Mittel habe ich denn da? Und ich finde, das sind schon alles Sachen, die man nicht unbedingt nur aus YouTube-Videos bekommt. Du hast jetzt mitten in deinem Satz irgendwie dramatisch aufgehört. Bist du Ja, warte. eingeschlafen? Ach so. Ich Gut. dachte, du fragst, ob das Bild eingefroren Nee, ist. nee, nee. So Ich schnell kann ich nicht halten. hab noch dein Zucken gesehen.
Gibt es Game Designer, die für dich echte Inspirationen waren? Also weil du die vielleicht mal in Vorträgen gesehen hast? Oder sind die Inspirationen, weil deren Spiele dich inspirieren? Nee, es sind schon auch die Leute dahinter. Ich finde, bei guten Spielen ist das eh sehr verknüpft, ne? Also Sid Meier ist sicherlich einer derjenigen, den ich behaupten würde, zu dem ich immer wieder rüber gucke, und den ich auch auf vielen Ebenen sehr inspirierend finde, weil er auch mit einer gewissen Ruhe und nicht so hektisch da dran geht. Will Wright ist auch jemand, den ich absolut toll finde. Also ne, ich komme halt aus dem strategischen Bereich oder eher aus dem spielmechanischen Bereich. Und solche Leute mir natürlich auch ein bisschen näher als Narrative. Wie gesagt, die Leute, die Star Control gemacht haben, jetzt kriege ich den Namen gerade nicht hin. Ich glaube, George der Dritte heißt der eine mit, oder oh, super Geschichte. Greg Johnson hat Ja. Starflight gemacht. Starflight ist so ein bisschen, das ist vor 30 Jahren mittlerweile rausgekommen, hatte damals schon auf einer Diskette prozedural berechnete das Universum, also hat sehr viel Ähnlichkeit zu dem, was wir machen. Das ist eines der Spiele, die mich in meiner Jugend echt geprägt haben. Und natürlich habe ich natürlich um den Typen auch ein bisschen gekümmert. Ne? Craig Johnson heißt der Mann. Macht immer noch Spiele, ist über 50. Ist jetzt auch nicht einer der Lauten, ne? Also der irgendwie überall hei op hei da ist, aber macht halt ist durchgängig an guten Sachen. Macht jetzt gerade für Adult Swim ein Spiel. Und wir stehen auf der PAX in Osten oder in Seattle, ich weiß es nicht mehr. In Seattle, genau, auf der PAX West. Und jemand spielt unser Spiel, wir hatten das da zum Spielen da und spielen unser Spiel und sagt, ah geil, fühlt sich so ein bisschen an wie das alte Starflight. So, boah, geil, kennst du noch? Also ich erwähne Starflight nicht so super oft, weil es noch unbekannter ist als Star Control oder nur bei alten Säcken. Und er sagt, ja, geil, hier, Craig Johnson steht übrigens 50 Meter da vorne. Ich so, was? Also halt, ich voll in den Fanboy-Modus, stand verlassen, hingerannt. Ich so, oh, hey, Craig Johnson, total geil. Bin sehr begeistert. Eins seiner Spiele inspiriert mich total. Mach auch gerade was in die Richtung. Und der Mann sagt, but you are not the guy who's doing the long journey home. Und Ach ich bin nee. fast umgefallen. Ja, doch, Ach, bin wie fast geil. ohnmächtig geworden. War Ja. der Hammer. Naja, Krass. und dann kam er zum Stand und haben wir gequatscht. Ja. Solche Leute sind natürlich große Inspiration. Ich mag vor allen Dingen Leute, die mit sehr viel Passion dran gehen, sich nicht unterkriegen lassen und nicht irgendwie rumbitchen und auch wirklich arbeiten an dem Spiel. Das sind häufig nicht die Frontpersonen. Peter Molyneux habe ich kennengelernt, weil ich mit dem Lead Game Designer von Black and White 2 mich unterhalten habe. Bei, na, das war keine Cubadas, das war hier dieses in Leipzig. Das war ja auch nicht GDC, wie hieß das? Nee, GCDC hieß die. GCDC, genau, bei der GCDC, Peter Molyneux hat einen Vortrag über Black and White 2. Nach dem Vortrag stürmt die gesamte deutsche Spielindustrie auf ihn ein. Der mit seiner PR-Tante, die ihn halt durch die Gegend hetzt. Und keiner redet mit dem Lead Game Designer, der neben steht. Und ich zum Lead Game Designer gehe, so, hey, geil, gutes Spiel. So, wir machen Siedler. Und ich finde halt das mit den Mauern und so, finde ich voll cool. Da haben wir auch mal diskutiert. Und dann sagt er, ja, geil, Siedler haben wir voll viel gespielt und uns angeguckt. Und dann habe ich mit dem ein bisschen gequatscht. Und dann sind wir rausgegangen, da war ja dieser lange Gang draußen. Und dann kam diese Riesenhorde. Wir standen mit ein paar Leuten in einer Ecke und dann kam diese Riesenhorde hinter Peter Molyneux her, die alle noch irgendwas sagen wollten. Und die kommen auf unsere Höhe und dann sagt der Lead Game Designer zu Peter Molyneux, ah hier, this is also guys who are doing Settlers. Und dann Peter Molyneux abgebogen, seiner PR-Tante gesagt, er hat jetzt, ist jetzt egal, er will kurz reden. Und hat für die Rede, Gefühl für mich war absolute Stille in diesem gesamten Raum, weil der Mann war unstehen geblieben ist. Das heißt, die Leute, die meistens halt so ganz vorne sind, sind ja nicht unbedingt immer die Leute, die wirklich dran arbeiten. Oder was heißt nicht wirklich dran arbeiten? Die sind nicht immer die Frontsäue, so, die halt wirklich viel auch machen am Spiel. Wen ich auch super finde, ist Sörensen, wie heißt der mit Vornamen? Dass der Civ 4 als Lead Game Designer gemacht hat. Hat jetzt eine eigene Firma gegründet und macht so ein Mars-Koloniespiel, wo es ums Trading hauptsächlich geht, also wo man gewinnen kann, indem man gut handelt. Mars irgendwas. Auch ein toller Typ. Hat auch vernünftige, saubere Arbeit gemacht. Also ich finde, ja, solche Leute finde ich meistens ziemlich gut. Ist das für dich ausschlaggebend? Vernünftige, tolle Arbeit gemacht? Also Ausschlaggebend für. kannst du dich genauso inspirieren lassen von Leuten, die einen kreativen Wahnsinn gemacht haben, der vielleicht aber nicht erfolgreich war oder der nicht gut geworden ist im Abschluss Ich oder meine so? auch nicht, die Arbeit meine ich nicht unbedingt erfolgreich. Naja. Man
Wenn man älter wird, lernt man ja auch so ein bisschen kennen, an wem man so kleben bleibt. Ne? Es gibt ja so Leute, die finden es ja sehr instant sympathisch und dann bleibt man so aneinander hängen. Und ich habe festgestellt, dass es für mich all die Leute sind, die ihre Sache mit wirklichem Herzblut machen. Also die auch diesen extra Meter gehen und Detailliebe haben. Und dann ist es egal, welches Thema. Ne? Also ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der ist kurz vor der Rente. Und das war auf einer Art Party, da waren nur ältere Leute, meine Frau und ich haben da wir waren die Jüngsten, also mit Abstand. Genau, und da ein Typ irgendwie, wir haben uns unterhalten, beim Kaffee trinken schon, und wir sind irgendwie aneinander hängen geblieben. Also wir haben dann abends nochmal aneinander gestanden und gequatscht und so, und ich habe den schon fest eingeordnet, mit der macht Coaching für Leute, was weiß ich, der war Lehrer. Und dann war ich völlig überrascht. Ich so, oh wow, Lehrer, Mathelehrer war der. Und der Ansgar, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Als Mathelehrer, ich kenne wenig Leute, die mit so viel. Also, nee, Quatsch, ich habe nur gesagt, ich habe überhaupt nicht gedacht, dass du Lehrer bist. Und dann sagt er, aber ich mache das total gern. Und dann hat es Klack gemacht. Ja, klar, also das sind die Leute, wo ich das Gefühl habe, die finde ich sehr inspirierend, wenn die Leute Vollgas geben und da Bock drauf haben. Ich möchte gern noch mal so ein paar Innenansichten, immerhin sind wir hier beim Interview, aus dir rauskitzeln, rund um die Gründung von Dedelic Entertainment West. Wie bist du? Hey, wie heißt eigentlich diese Figur? Wie ist das zustande gekommen? Du warst bei Blue Byte. Du hast bei Blue Byte aufgehört. Du hast mit Klaas Kersting zusammen die Flair Games gegründet. Du hast da ein Location-Based Game gemacht. Ne? Deiner Zeit etwas voraus, kann man ja jetzt sagen, mit Pokémon Go im Nacken. Weiß man ja, dass sowas auch Ja, durchaus funktionieren Ingress ist kann. damals für uns gestartet. Ne? Ja. Ich fand, wir waren technologisch weiter. Aber Interessant, wir ne? haben es nicht durchgezogen. Ja. Du bist auf jeden Fall wieder raus bei der Flair Games. Dann hast du dich ziemlich, ja, ein Jahr lang etwa, ne, bei Rondo Media. Ja, ich glaube, das waren insgesamt war sogar ein bisschen länger. Ich habe nicht bei Rondomedia gearbeitet, Nee, ich habe aber du hast die freiberuflich beraten, gearbeitet. ne? Ja. Also ich habe freiberuflich gearbeitet, unter anderem an die Rondomedia. Ich habe den sehr tollen André kennengelernt, den Geschäftsführer von Rondomedia. André Und Franzmann. genau, der André Franzmann, das hat irgendwie geschnaggelt und ich habe die Leidenschaft für diese ernsteren Themen. Verbunden mit guten Spielen machen. Genau, und da haben wir eine Zeit lang was zusammen gemacht. Ich habe nebenbei aber freiberuflich an allem Möglichen gearbeitet. Also, keine Ahnung, für King Art habe ich die Multiplayer-Level für Battle Chronos zum Beispiel gemacht. Und in der Zeit ist dann die Idee entstanden für The Long Ja. Journey Home und dann bist du zu Carsten gegangen und hast gesagt, ich brauche Geld, ich will Nee, Macht, nee, nee, nee. ich will ein Das Studio. war gar nicht. Das war ziemlich, Sondern? ziemlich abgefahren. Also klar habe ich darüber, also ich habe die Freiberuflichkeit gewählt, um ein bisschen zu gucken, wo es jetzt so hingeht und aber auch ein bisschen Freiraum zu haben, um das eigene was zu machen. Und klar habe ich darüber so Konzepte nachgedacht und ein bisschen was selber probiert und hier einen Prototypen gemacht und so. Aber jetzt nicht so mit Druck, hey, ich will jetzt so ein Spiel machen und jetzt unbedingt brauche da Geld für und so. Ganz und gar nicht. Das lief einfach nebenbei und das lief eigentlich auch alles ganz gut. Mir ist bei Ronomedia auch gut gefallen. Das war alles eine gute Kombination. Und in dem Gespräch, Ronomedia hat ja zu dem Zeitpunkt auch mit Dedelic zusammengearbeitet. Und bei irgendeinem Pitching von einem Spiel, was ein bisschen Strategie angehauchter ist, was ein bisschen Strategie angehauchter ist, hat Dedelic vorgestellt gehabt. Und dann war natürlich irgendwie Ronomedia, ja, du hast ja Strategiespiel gemacht, was denkst du denn davon? Ich so, ja, das ist geil, ich klapp selber machen. Das habe ich auch im Rahmen von Carsten erwähnt, als wir mit der Geschäftsführerin, mit der Christina, in Hamburg bei Dedalic waren, haben wir halt über die Konzepte und wie es so weitergeht, was man so machen kann, reden können. Und ich war halt quasi als Übersetzer, als Nebendarsteller halt mit dabei. Als es dann auf das Thema kam, sagte Carsten irgendwie: Andreas, du willst ja nicht beraten, du willst ja selber ein Spiel machen, so wie Carsten halt ist. Ja. Warum hörst du da nicht auf und machst mit mir ein Spiel? Ja, und dann sagte Christina, du kannst ja nicht mal einen Mitarbeiter hier für mich arbeiten. Und ich so, ja, aber ich finde das schon spannend. Dann haben wir da ein bisschen rumgeflaxt und ich meine, mit Carsten kann man super rumflaxen.
Und das war halt halb ernst und halb Spaß und dann wurde das halt schon relativ ernst. Ja, und dann haben wir uns halt mal ernsthaft darüber unterhalten, ob das nicht irgendwie sinnvoll wäre. Ich habe gesagt, ich will halt hier in der Gegend bleiben. Ich finde auch, hier sitzen ganz viele Talente noch in der Gegend und bis auf Blue Byte ist hier gerade gar keiner. Und ich weiß, dass nicht alle immer bei Blue Byte bleiben wollen oder halt auch, dass nicht alle. Blue Byte zieht halt viele Leute an. Es gibt aber auch lauter Ausbildungsstätten. Das Color Games Lab wird immer größer und hat einen guten Output an Leuten. Hier gibt es die MDH in Düsseldorf, oben Richtung Bochum. Also das Gebiet hier ist einfach super. Und hier gibt es nichts mehr. Und eigentlich war hier mal sowas wie, naja, die Wiege der Spielentwicklung möchte ich nicht sagen, aber hier war ja schon eine relativ große Macht so an Leuten. Und die sind ja auch noch da. Ja? Also die sitzen ja auch noch hier. Oder jedenfalls viele. Und ich habe gesagt, gut, da hat man Zugriff auf Talente, wo kann man das halt vernünftig machen? Ich möchte gerne, also Hauptgrund, warum ich bei Flaygames weggegangen bin, war halt auch das immerwährende Pendeln. Meine Frau ist Sprachtherapeutin und hat eine Praxis hier und hat auch gerade angefangen und meine Frau musste wirklich viel zurückstecken für meine Karriere. Und dann, ja, jetzt war dann irgendwie klar, ich will das hier in der Gegend machen. Und Carsten sagte zu dem Zeitpunkt, ja, bei uns gibt es gerade Möglichkeiten, dass wir vielleicht auch ein zweites Studio machen. Und dann, ja, es ging eher um die Leute. Ich habe dann halt auch Leute gehabt, also mit denen ich auch schon so lose gesprochen habe. Also der ehemalige technische Director von Blue Byte, der Dirk Stempass, hat die Firma mit mir gegründet und mit der Alex zusammen. Und ich wusste noch zwei, drei Leute, die, wenn ich was anfange und ich frage, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Bock haben, was zu machen. Ja. Okay, und dann wie muss man sich so eine Studiogründung vorstellen? Also für diejenigen, Man die geht zu das so einem gar nicht Notar, kennen. man geht zu einem Notar, gründet eine GmbH, legt ganz viel Geld auf dem Konto, macht einen Gesellschaftervertrag und legt los. Also, weiß ich nicht. Früher fand ich das immer alles so ganz Mittlerweile denke ich, das ja, Ja, ist ein Prozess, dem man halt einfach folgt. Da ist ja auch nicht so, dass man da irre viel falsch machen kann. Sicherlich muss man bei den Gesellschaftsverträgen und ein bisschen aufpassen, was man so will, und dass jeder irgendwie sein Gesicht wahrt und dass man über die schlimmen Dinge, die passieren können, auch mal drüber nachdenkt, wenn man es mit mehreren macht. Aber ansonsten, ja, das ist ja kein so komplizierter Prozess, eine Firma zu gründen. genau, man hat am Anfang immer ziemlich einen Respekt davor, ne? Aber wenn man es Ja, so na ja. zwei, dreimal durchgemacht hat, dann kommt verblüffend schnell eine Routine rein, Genau, also ich meine, die Flare Games hat ja auch mitgegründet, hat natürlich, und das war natürlich immer eine andere Hausnummer, also auch von der Größenordnung, von dem investierten Geld und so, ist einfach nochmal was ganz anderes gewesen. Das heißt, da wird man ja auch ein bisschen entspannter, so, wenn es dann um gewisse Summen geht. Ja, aber ich meine, wir sind wirklich klein und das ist alles total überschaubar und das ist ja jetzt keine, es klingt immer so. Ich meine, wir haben das halt auch Dedalic West genannt, weil ich zum Beispiel keinen Bock hatte, mich monatelang mit einem Namen rumzuschlagen und ein Logo zu finden oder was weiß ich, sondern ich wollte am Spiel arbeiten. Ich meine, heutzutage ist eins klar, du musst so billig wie möglich gucken, dass du das geilste Spiel der Welt machst. Ansonsten hast du keine Chance. Und Ja. das heißt, alle Zeit muss ins Spiel fließen. Ich Also würde das ist auch jetzt noch so. ganz gerne, weil wir sind jetzt gleich schon seit 1,5 Stunden hier live. Echt krass. Die Zeit verfliegt echt mit dir. Ich würde ganz gerne nochmal über die Zusammenarbeit mit Dedelic reden, weil ich mir das spannend vorstelle. Gerade Carsten ist ja durchaus ein Typ mit Charakter. Ja? Lässt der dich da als Lead arbeiten und machen, wie du willst, und du schreist irgendwann: So, jetzt sind wir fertig. Oder kann man sich das vorstellen wie in den guten alten Zeiten? Der Release-Termin ist der 1. Mai 2017. Wann ist das Produkt da? Wie läuft das bei euch? Carsten, bist du da? Stellst du das Video nachher online? Ja, sicher. Nein, also ich habe ja jetzt echt auf beiden Seiten gesessen. Ich habe bei Publishern gearbeitet, ich hab auch in der Beratungszeit bei kleinen Firmen gearbeitet, die verschiedene Modelle gemacht haben, von selbstfinanziert, Crowdfunding bis fremdfinanziert und Einfluss drauf. Und ich habe nie so eine coole Zusammenarbeit wie die hier erlebt, aber die basiert halt auch auf totalem Vertrauen. Also, es war von vornherein klar, dass halt solche Dinge wie, es macht keinen Sinn für wir sind jetzt 9 Mann bei uns vor Ort, plus ein paar Freiberufler. Es macht halt keinen Sinn, jetzt irgendwie jemanden einzustellen, der Buchhaltung macht oder der sich um Office-Management kümmert. Ne? Das ist so ein bisschen ätzend, das liegt halt mit auf meiner Schulter, aber das
Buchhaltung zum Beispiel, wirklich die Lohnbuchhaltung läuft über Hamburg. Das heißt, wir haben ein paar Schnittstellen definiert, wo wir das halt machen. Aber abgesehen davon sind wir, was das Spiel angeht, komplett unabhängig. Also wir haben eigentlich das Positive, wir schicken halt eine Version und kriegen halt Feedback. Aber keiner forciert uns und sagt, das müsst ihr jetzt aber machen. Oder das ist jetzt der Zeitpunkt. Carsten ist erfahren genug und weiß, wie der Hase läuft. Du kannst halt, klar versuchen wir so gut wie möglich abzuschätzen. Wir versuchen so gut wie möglich. Ja, wir haben jetzt auch wirklich vier extrem erfahrene Leute dabei. Und wir wissen halt bei unseren Entscheidungen, die wir treffen, auch, was das bedeutet. Wir bauen nicht irgendwas ein und dann stellen wir fest, wenn wir die Loka anfangen, ach du Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Sondern da denkt man ja, wenn man ein paar Sachen, wenn man schon viel auf die Fresse gefallen ist, dann weiß man einfach, wo es weh tut. So, das heißt, diese Schmerzen, da weiß, glaube ich, Carsten, dass wir einfach einen gewissen Stand da haben. Wir kommen jetzt halt auch aus einer sehr technischen Ecke. Wir haben ja sehr technische Spiele gemacht. Also mit Dirk haben wir an Siedler 6 schon zusammengearbeitet und wir haben irgendwie den Militärteil zusammen gemacht. Und das war nicht cool. Auch das Ergebnis war nicht unbedingt so das, was man wollte. Also und es waren wirklich komplizierte Dinge so, ne? Das heißt, da ist ja ein gewisses technisches Vertrauen da, was einfach schon da ist. Und ich kann jetzt einfach mal frech behaupten, dass ein Großteil der Spiele, die ich gemacht habe, sich auch rentiert haben und auch funktioniert haben. Ich habe viel Glück gehabt, dass ich immer an Marken und an Spielen arbeiten kann. Ich habe nicht 40 Spiele auf dem Kerbholz. Ich habe halt viel, viel weniger. Ich habe es noch nie wirklich gezählt. Aber ich habe halt nur Sachen gemacht, wo ich das Gefühl habe, da kann ich durchweg stolz drauf sein. Auch das Sportspiel, was ich bei Blue Whale am Schluss gemacht habe, oder PS3 mit Move-Controllern für Fitness Coach Club, für fitte Damen mit einer PS3. Lass mir das mal so hingestellt. Fitness Coach Club heißt nicht, dass das wie Fight Club aussah. Das Ja, war, ja. ja, egal. Es War gibt super keinen spannend, hat Fitness Coach total Club. Spaß gemacht. Also, wenn man, ich glaube, da war das Vertrauen von seiner Seite aus, aber mein Vertrauen ist einfach da. Der fightet halt auch bis zum Schluss. Ne? Also, ich möchte halt auch jemanden an der Seite haben, der dann halt die letzten Meter geht, das dann zu vermarkten, die letzten Meter geht, jeden Deal ranzuholen, der es halt geht. Und der Markt ist halt einfach scheiße gerade. Also es ist scheiße schwierig. Es macht nicht nur Spaß. Also da wacht man oft morgens auf und denkt sich, ja, jetzt hast du 2 Jahre investiert und jetzt wirst du nächstes Jahr oder dieses Jahr in dem Fall mal sehen, ob das denn auch sich in irgendeiner Weise rechnet. Wann Und es wollt ist ihr ja rauskommen damit? April, April. Ende April. Wobei ich gestern erfahren habe, dass Mass Effect Andromeda 3 Wochen vor uns kommen soll. Das ist zum Beispiel für jemanden wie uns extrem scheiße, weil wir dann natürlich, wir haben natürlich eine gewisse Schnittmenge an der Zielgruppe. Und gegen die Marketingmacht von dem EA kann man wohl nicht wirklich angehen in unserer Größe. Na gut, aber und wir hatten auch mal einen anderen Release-Termin. Aber wir haben zum Beispiel, wir sind nicht irre schnell gewachsen. Wir haben sehr lange haben Dirk und ich, also Dirk und ich haben alleine irgendwie für 2 Monate was gemacht, Firma aufgebaut, grundsätzlich Infrastruktur geschaffen. Das zum Beispiel ist auch was, wenn du in einer großen Firma, wie du gerade sagtest, ja, bei Blue Byte ist dann alles total high und super, high-end und super. Wenn du eine Firma hast, und da kann dir, glaube ich, jeder was von erzählen, der irgendwie 5, 6 Jahre eine Firma hat, dann hast du Strukturen, dann hast du auch technische Strukturen, dann hast du eine Serverinfrastruktur, dann hast du Versionskontrollsysteme, mit denen du schon immer arbeitest, dann hast du von mir so Loka-Tools, mit denen du schon immer arbeitest. Und der Markt entwickelt sich aber weiter. Und dann ist immer die Frage, investiere ich jetzt da rein, das halt wieder auf den Stand zu bringen oder lebe ich halt damit momentan? Das ist nämlich nicht so, dass dann halt so eine geile Riesenfirma, die sind nämlich nicht agil, ja. Deswegen haben wir zum Beispiel, war uns relativ klar, wir wollen von zu Hause aus arbeiten können, wir wollen eine gute Datensicherung haben, wir wollen Versionskontrollsystem haben, was sauber ist, weil uns das hinten raus wehtut. Das haben Dirk und ich am Anfang aufgebaut. Und dann waren wir 4 Leute für fast ein Jahr. Über ein Jahr sogar. Wir waren 4 Leute nur. Also wir sind auf die Gamescom gegangen mit einem Spiel, das wir mit 4 Leuten gemacht haben. Plus Kai Rosenkranz in dem Fall schon. Der Musik gemacht hat und das Video geschnitten hat. Aber die spielbare, wir hatten eine spielbare Version, die wir mit 4 Leuten gezogen haben. Und erst danach haben wir uns noch 4 weitere geholt. Das heißt, wir haben weniger Geld verbrannt, als wir eigentlich mal gedacht haben. Und dadurch haben wir halt einfach sagen können, ja, wir machen jetzt noch ein bisschen länger, aber das Budget ist jetzt noch nicht viel größer geworden. So, und das Ganze halt mit jemandem, Delic ist halt kein typischer Publisher, der nur publisht, sondern
die wissen doch selber, wie kacke schwer es ist. Ja. Die haben selber genug Spiele gemacht, dass sie wissen, oh mein Gott, das ist halt einfach ein Kampf an einigen Stellen. Und es geht halt nicht einfach immer alles so, wie man sich das von vornherein vorstellt. Und wenn du mit so jemandem redest, dann merkst du das ja auch. Und dann kannst du sagen, pass auf, das ist unser Problem aktuell. Da müssen wir halt nochmal, und deswegen dauert es dann doch nochmal ein bisschen länger, als wir gedacht haben. Und solange wie du ein gutes Verständnis hast, dann ist das auch cool. Das geht auch bei Publishern übrigens. Ne? Also es ist immer eine Frage, wen du da auf der Gegenseite hast. Ja, ja. Hast du das Gefühl, dass du jemand bist, der sich gerne kreativ reinreden lässt? Also ich stelle mir das sehr spannend vor. Wenn jetzt, du sagtest ja eben, ja, und dann kommt Feedback und so und wir geben eine Version ab und Dann sagst du, könnt mich alle am Arsch lecken. Ja, ich kann, ich denke mir tatsächlich, dass du schon jemand bist, der sehr stark sein Ding macht, ne? Also ich bin sehr protektiv und es gibt verschiedene Phasen im Spiel. Also es gibt, wenn man so am Anfang steht und es eher so experimentell ist, dann denke ich, muss man sehr offen sein, muss halt gucken, muss nur sicher sein, dass das innerhalb dieser Visionsgrenzen halt irgendwie funktioniert, ja. Was für unser Spiel jetzt total gut war, wir haben ganz früh, und das muss ich sagen, das hat der Kai Rosenkranz dazu gebracht, der Kai sagt, ja, die Musik, wann willst du denn anfangen? Und ich so, du pass auf, ich will endlich mal ein Spiel machen, wo wir die Musik am Anfang mitentwickeln, nicht irgendwie am Schluss mal dann noch eine Musik machen und die reinpacken, sondern ich möchte total gerne, wenn wir das schon ganz früh machen. Sagt, ja gut, wenn wir das ganz früh machen, dann müssen wir noch ein bisschen mehr über Emotionalität und so reden. Und dann haben wir so eine Cloud gemacht, haben wir verschiedene Begriffe draufgeschrieben, dann haben wir die gegeneinander abgewogen und wir hatten halt durch meinen emotionalen Ansatz schon ein bisschen was, wie Heimweh und Faszination, Schönheit und Gefahr. Also ich hatte das auch schon gehabt für mich so. Das haben wir dann ausgebaut und dann haben wir uns überlegt, auf so einer Achse von, ne, wenn Heimweh auf der einen Seite ist und Abenteuerlust auf der anderen Seite, wo zwischen 0 und 10 setzen wir das hin? Das haben wir für alle möglichen Kombinationen gemacht und das hat er dann genommen und hat dann überlegt, welche Musikinstrumente passen dazu, wie können wir das so machen. Das hat er gemacht und parallel, wir hatten noch keinen Grafiker am Anfang, habe ich im Internet Sachen rausgesucht, wo ich sage, die passen total gut. Und dann habe ich ein Bild gefunden, das war super geil, warte, kann ich... Habe ich das hier? Bestimmt irgendwo, oder? Ja, egal. Also ich habe ein Bild gefunden, das war wirklich so in your face, das war das Gefühl von dem Spiel, was ich so haben wollte. Und dann habe ich geguckt, wer es ist, und dann habe ich Pascal Blanchet, den Namen kenne ich doch, bisschen gehofft. So, oh, Director bei Ubisoft in Montreal. Den Namen kenne ich doch, vielleicht sogar mal getroffen, überlegt. Na, auf jeden Fall habe ich ihn angeschrieben, so Pascal, hier, total geiles Bild. Genau so eine Art von Spiel werde ich machen, was hast denn du da so dir beigedacht? Und dann sagte der, wollte da so eine Art Star-Control draus machen. Ich so, was? Das war natürlich total geil, weil das war halt, das passte halt total gut. Der wollte halt im Grunde genommen dasselbe Spiel machen wie ich. Ja. Und darüber kam das dann, dass wir. Ach, schade. Ich habe das Video, aber irgendwo, ich kann es mal gleich. Gut, also wir haben dann dieses Artwork, das haben wir dann, der rief mich dann an, zwei Tage später, und sagt, hier, ich kann das Spiel eh nicht machen, wie wär's, du kaufst mein Artwork, wir machen noch zwei, drei Sachen zusammen und dann ist das ein guter Start für euch und ich sehe, dass meine Sachen, die ich mal so gedacht habe, sich entwickeln. Wir haben uns dann da ein bisschen fortentwickelt von, als der Florian Schmoll dazu kam. Aber wir hatten dann halt dieses Artwork plus die Musik und dann haben wir so ein Mood-Video gemacht. Und dieses Mood-Video war unser roter Faden. Das heißt, immer, wenn wir dann experimentell am Anfang rumgeguckt haben, haben wir oft in dieses Video reingeguckt und so, können wir mit der Spielmechanik, können wir mit dem Narrativen, können wir mit der Art von Aliens, können wir mit der Entscheidung das erreichen, dass es sich nachher so anfühlt. Und das war so geil. Das würde ich jedes Mal wieder machen. Genau. Und das heißt, am Anfang, finde ich, ist es relativ offen. In der Mitte ist es viel Problemlösung. Also ich bin innen drin sehr ingenieursmäßig. Also ich bin schon jemand, ich analysiere das, sehe die Teile. Also mein Ingenieurstudium hat mir tatsächlich auch extrem geholfen. Mit Regelkreisläufe und eine Maschine entwerfen, das ist nicht so viel anders wie beim Spiel. Das heißt, auf eine gewisse abstrakte Art und Weise ist das auch noch ganz tief drin. Das heißt, ich gucke mir das an und dann kannst du natürlich das Ding auseinandernehmen, in seine Einzelteile zerlegen und zu versuchen, welches Zahnrad hakt denn gerade und dann überlegst du dir noch das Zahnrad. Das ist so der Mittelteil bei der Spielentwicklung, finde ich, so für mich.
Das heißt, du hast eine Idee, die hast du auch bewiesen mit einem Prototypen, weißt, was cool sein kann. Dann kommt der Mittelteil, du versuchst halt alle Zahnräder in die Hand zu bekommen und am Schluss machst du das Ding dicht. Ja? Dann packst du deine Maschine noch in eine schöne Kiste und dann malst du die noch an und dann guckst du noch, dass halt da, wo man nochmal Öl nachgießen muss oder wo man nochmal ein bisschen korrigieren muss, macht man das. Und da ist man dann doch sehr produktiv. Der Hannes Wengenroth, ein sehr, sehr enger Freund und Segelkumpel von mir, aber halt auch Programmierer bei uns, der macht ganz viel Game Design. Der macht auch ganz viele Dinge alleine. Aber da weiß ich auch, dass sie die Vision verstanden hat und dasselbe machen will. Und mit dem stelle ich mich ab. Und wenn der dann kommt und sagt, pass mal auf, ich habe gespielt, das ist irgendwie doof, das wäre mein Vorschlag, es anders zu machen, wenn das ein besserer Vorschlag ist und der innerhalb der Vision ist, ist das völlig, völlig geil. Also, das ist das, was du haben kannst, dass das gesamte Team versteht, was du machst und jeder sein eigenes Zeug machen kann. Und dann kommen so coole Sachen dabei raus. Das geht halt nicht, wenn da einer völlig diktatorisch nur sein Ding macht. Und das geht aber auch nicht, wenn jemand so, das finde ich, sind die schlimmsten Game Designer, die dann so, ja, wir haben Option A oder B oder C oder D. Was denkt ihr denn? Da, so kommt es halt auch nicht voran. Du kriegst ja kein Spiel fertig. Ja, interessant, interessant. Du, ich befürchte, wir müssen tatsächlich einen zweiten Teil machen, weil ich bin gerade mal vielleicht bei der Hälfte der Fragen, die ich mir vorgenommen Ja, hatte. Ich wollte das mit ist dir also mein unbedingt Nachteil. über. Nee, Aber ich find's ja okay. super. Auch das ist okay. Mal gut. Ich wollte mit. Ja. Nee, unbedingt Genau. noch über. Kickstarter reden und über Community-Aufbau und über Steam und wie vertreibt ihr euer Spiel und bla bla bla. Aber da kommen wir jetzt nicht zu. Das heißt, wir müssen noch einen zweiten Teil machen, Andi. Wäre toll, wenn du noch mal Zeit hättest. Ich würde aber gerne noch zwei Fragen hier mit reinnehmen. Zum einen hatte Shady eben darum gebeten, dass wir seine Frage bitte noch mal beantworten. Er hat nämlich gefragt, warum ist es in Deutschland so schwer als Entwicklungsstudio zu überleben, auf die Beine zu kommen, auch weil so wenig gefördert wird. In anderen Wirtschaftsbranchen ist Deutschland ein Qualitätssiegel, aber nicht so im Gaming. Ja, und dann haben wir noch eine Frage von Stefan. Erotik in Videospielen. Ja, ist immer noch ein Tabu. Warum tut sich die Spielebranche so schwer mit diesem Thema? Und die beiden Sachen würde ich gerne abschließend nochmal mit dir. Okay, das Erotik-Thema haben wir am Schluss, das ist lustig. Ja. So, warum ist das so schwer? Tja, also ich bin mittlerweile soweit, ganz viel aufs Geld zu beziehen. Das ist einfach super schwierig, eine vernünftige Finanzierung zu bekommen. Mit einer Finanzierung. Also eine Finanzierung in der Höhe, wo du sagst, du kannst auch die Leute vernünftig bezahlen, du kannst auch die richtigen Leute einstellen, du musst nicht um Gefallen hier und da bitten und zahlst dir selber weniger Geld, als du überall anders verdient hättest. Das heißt, natürlich hat es viel mit dem Budget zu tun, aber das Budget geht natürlich auch schon da. Also wir haben irgendwie, wir laufen im Kreis, ne? Also wir haben in letzter Zeit in Deutschland auch einfach keine richtig guten Spiele rausgebracht. Also es gibt einfach nicht wirklich Sachen, wo du sagen kannst, die sind auf einem internationalen, konkurrenzfähigen Niveau so gut, dass jemand auch das Vertrauen haben kann, zu sagen, auch cool, in dieses Team investiere ich. Davon gibt es nicht viele. Ich finde zum Beispiel, was Johannes mit Mimimi und Shadow Tactics gemacht hat, gehört in diese Kategorie der wirklich guten Spiele. Das Spiel ist an sich halt sehr gut. Es ist auch unter den genauso schwierigen Umständen entstanden. Und die haben sie aber auch fast kaputt gemacht dabei, ne, um das irgendwie zu erreichen. Die Zwerge ist sicherlich auch ein Spiel, was auf einem sehr hohen Niveau spielt und was vor allen Dingen, und da finde ich, sollte man auch Respekt vor haben, halt Dinge probiert, die jetzt nicht einfach nur, hey, wir haben jetzt einen Shooter und dann machen wir mal das Feature dazu. Sondern die haben ja natürlich auch schon Sachen ausprobiert, wo es jetzt nicht so gute Vorlagen gab, sondern wo man sich selber da reinfuchsen musste. So, aber das dann nachher auch noch auf einem Niveau zu machen, wo du, früher standest du im Mediamarkt zwischen deutschen Spielen und dann warst du eins von 20. Jetzt stehst du in der Steam-Bibliothek weltweit, neben ganz, ganz vielen anderen Spielen. Und kann ja aus Kundensicht natürlich auch sagen, ich sehe ja selber, ja, was spiele ich selber? Das sind natürlich schon die Sachen, die eigentlich auf einem sehr hohen Niveau sind. Ich höre auch nach 5 Minuten ein Spiel auf zu spielen, ärgere mich über totalen kleinen Scheiß. Ich denke, warum haben sie das jetzt halt nicht gemacht? Ja, also aber viel hat wirklich, glaube ich, einfach mit diesem, und das ist so ein Todeskreislauf. Ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Man muss halt versuchen, ein paar gute Spiele zu machen und dann hofft man, dass das halt geht. Förderung ist sicherlich ein super heißes Thema aktuell. Wenn man sich im Ausland umguckt, fallen wir, es geht ja gar nicht darum,
dass wir mehr verlangen hier, sondern mal, wir fallen ja hinter Sachen zurück. Und wenn du dann siehst, hier Polen gibt einfach mal wie viel Millionen? Hier das Mitchell-Team kriegt irgendwie 8 Millionen nicht zurückzahlbar für prototypische Hausprobiererei. Alter Falter. Das ist halt sehr, sehr geil. Hier ist es nicht so. Aber hier geht Angela Merkel auch nicht hin und drückt ein Anno dem amerikanischen Präsidenten in die Hand, voller Stolz. Ja? Was in der Währung passiert. Hier die Förderung in England oder die Förderung in Frankreich an, das ist einfach was anderes als hier. Wir haben zum Beispiel auch überlegt, eine Förderung zu holen. Aber ganz ehrlich, eine Förderung, die ich dann irgendwie 100.000 Euro für bekomme, wo ich irre viel Papierkram mit habe, wo ich nachher am Schluss eine halbe Stelle zur Verfügung stellen muss, die nachher das Controlling befriedigt und alle möglichen Dokumente ausfüllt, das rechnet sich für mich nicht. Also damit kann ich ja kein Spiel machen. Also damit kann ich ja noch nicht mal einen Prototypen machen, wenn du es auf professionellem Niveau machen willst. Dass der Arbeitsaufwand, der manchmal dahinter steht, ist halt wirklich schwierig. Damit sage ich nicht, dass das alles scheiße ist. Also ich glaube, es gibt mir vor, also natürlich ist es für, es gibt ja auch ganz viele tolle Beispiele. Kirby's Expedition, ja, zwei Jungs, der Riyad und der Johannes, super tolles Spiel, alleine gemacht, vorher bei Jager gewesen, hauptsächlich durch die Förderung hingekriegt. Aber eines der seltenen Beispiele, die die Förderung zurückgezahlt haben. Und wir haben halt in Deutschland auch ein bisschen das Problem, dass wir halt immer noch diese Miesepeter sind. Ne? Also wir gucken natürlich schon auch alle so auf das, was alles kacke läuft. Und das ist aber nicht nur so. Ja? Keine Ahnung, International Games Festival. Guck dir mal die Einreichungen da an. Da sind ein paar gute deutsche Titel dabei. Und ist nicht sogar ein deutscher Titel, ist nicht sogar ein deutscher, nee, es war ein österreichischer Titel. Lion Song von Mipumi. Ist nominiert für den IGF. Ja, Hammer, Hammer, absolute Gratulation, super gut. Also es ist nicht so, dass wir es nicht haben. Und wir haben Gott sei Dank auch eine neue Generation, die heranwächst, die ein bisschen mehr Schwung wieder hat. Ich glaube, wir müssen halt alle ein bisschen aufhören zu heulen und müssen einfach auch nicht immer nur bei Facebook darüber reden, sondern einfach mal die Fresse halten und was machen. Ja, also zur Förderung nur ganz kurz, ne? Wir arbeiten ja auch viel mit Förderern zusammen und werden auch schon seit vielen Jahren bei den Events immer unterstützt. Es ist tatsächlich überhaupt nicht so viel Aufwand, wie man denkt. Ne? Man hat am Anfang das Gefühl, dass es irrer Aufwand ist, aber wenn man die Landesförderungen bekommt, gerade die Filmstiftung NRW oder Medienbord oder sowas, da ist auch die Abrechnung nachher echt überschaubar. Also es ist Ja, etwas, das da stimmt. sollte man Also, sich wirklich mit beschäftigen. ja, also ich habe das jetzt auch ein bisschen polemisch gesagt und das ist auch eine Frage, wofür es ist. Natürlich, wenn ich als Student anfangen möchte, dann gibt es natürlich eine gute Grundlage. Wenn du aber sagst, jetzt in unserer, das war jetzt sehr auf uns bezogen, ne? Aber in unserer Ebene, du sagst, du hast halt zwei Familienväter und Leute, die schon seit 20 Jahren jeweils einzeln in der Spielebranche sind und mit denen willst du das reißen, wo übrigens die Wahrscheinlichkeit, dass was bei rumkommt, dass da auch wieder Geld fließt, viel, viel wahrscheinlicher ist, für die gibt es nicht wirklich viel. Da muss man schon gucken. Also wenn ich Firma mit 4 Leuten anfange und muss mich sehr viel um den administrativen Kram da kümmern und am Schluss muss ich es halt zu einem bestimmten Zeitpunkt auch, also wenn du einen Publisher hast, dann musst du es sofort zurückbezahlen und so. Also es ist nicht alles ganz und na klar, auch ist auch eine Wissensfrage, ne? Also kann ich ja auch nur jedem sagen, sucht euch halt jemanden, der schon mal gemacht hat, fragt die und dann ist es auch nochmal was anderes. Andi, ich muss ganz kurz eine Ankündigung machen. Der Michael Stein vom Adventure Treff hatte mich drum gebeten. Hi Stefan, falls du Lust hast, kannst du am Ende deines Interviews gern noch ankündigen, dass wir ab 20 Uhr mit unserem neuen Videoformat Adventure Treff Show live einen Stream haben werden. Kevin Menz, sorry, da war ein Ach, der Mikro Kevin. weg, von Dedelic ist als Gast dabei. Thematisch passt das ja gut. Und er hat mir einen Link gegeben, den habe ich gerade eben hier im Chat gepostet, dieser YouTube-Link. Da geht es jetzt in 2 Minuten los. Andi, ich habe ja eben gesagt, wir brauchen einen zweiten Teil. Das wurde hier gerade schon euphorisch aufgenommen. Es muss einen zweiten Teil geben. Okay, wir müssen mal über die Erotik Genau, sprechen. das müssen wir noch. Und du hast sagenhafte 1,5 Minuten, um diese Frage zu beantworten. Warum gibt es so Also, wenig Erotik in deutschen Spielen? weil wir verklemmt sind. Also ich mache ein anderes Beispiel. Also bei uns im Spiel kann
irgendwann einen seiner Crewmitglieder, also kommt ein Alien vorbei und sagt so, ey, ihr seht ja abgefahren aus, kann ich euch mal medizinisch vermessen? Für die Daten kriege ich bestimmt was. Und dann kannst du ja oder nein sagen. Und wenn du ja sagst, kommt er irgendwann im Laufe des Spiels wieder und verkauft dir Sextapes von einem deiner Crewmitglieder. Wie geil. Ja. Du kannst auch in ein Hotel gehen. Ja. Schön doof. Also ehrlich gesagt, ist ja eine Frage, was man da. Ich denke, es ist immer eine Frage, was für ein Thema man macht und wo es dann so passt. Ich finde, Sexualität und der Sexualität will das auch nicht irgendwie. Schon irgendwie. Der, hier, wie heißt der Cage? Ja, von David. Quantic Dreams. Der hat sich ja mal ganz massiv darüber aufgeregt, dass in seinem Spiel in Amerika die Frauen oder der Dusche Bikinis tragen mussten. Da kann man dann tatsächlich schon drüber reden. Ja. Ich glaube, das Sexthema ist in Amerika noch krasser als hier. Okay, also wir trauen uns wahrscheinlich nicht und das ist ja auch per se jetzt erstmal nichts, wo man sagen kann, da haben die Deutschen in der Inszenierung ganz besonders tolle Erfahrungen, ne? Sei es mal im Kino, Fernsehen, selbst in der Literatur bin ich eher unsicher. Aber sei es drum. So, an dieser Stelle, ihr Lieben, beenden wir das Ganze mal. Andi, Teil 2. Nächste oder übernächste Woche abends mal Zeit. Dann reden wir nochmal drüber. Ich hab, was ja keiner weiß, ist, dass du mich quasi genötigt hast heute. Ja, das war ja nicht so, dass das ganz freiwillig war. Nein, das ist nie freiwillig. Ja, das ist nie freiwillig. Ich brauchte einen hervorragenden Game Designer und ja, den habe ich auch gefunden. Das war mir eine Ehre, dich hier dabei zu haben. der hervorragende Game Designer. Oder wann kommt mehr? Was hast du wann gefunden? Kommt der? Nee, ob der morgen kommt, der hervorragend gegeben sind. Ja. Nee, als nächstes ist tatsächlich der Felix Falk dran. Ach, cool. Den will ich gerne nochmal interviewen, bevor er so richtig offiziell beim Bio-Geschäftsführer wird. Da werden wir also auch viel über ihn als Menschen und als unfassbar großartigen Musiker sprechen, weil er ist unter anderem auch mit Herbert Grönemeyer auf Tour gewesen, das wissen die wenigsten. Und da freue ich mich sehr drauf. Nächste Woche Donnerstag ist der Fabian Siegesmund dabei. Nächste Woche Donnerstagabend um 8 mit dem Johannes Roth von Mimimi spreche ich gerade, mit Marc Olberts. Mit dir, Andi, würde ich gerne tatsächlich einen zweiten Teil nochmal machen und da dann vor allen Dingen über Kickstarter etc. pp. Sprechen und auch deutlich mehr über dein. Ich weiß und ich will ja wissen, warum. Deutlich mehr auch über dein Spiel. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht über ein Screensharing oder so The Long Journey Home mal zeigen können. Ne? Fände ich cool. Und ja, in diesem Sinne, es gibt viel zu erzählen und viel zuzuhören. Ich bedanke mich bei euch da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Und Andi, auch dir vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gehst du jetzt noch zu einem IGDA-Treffen? Nee, das ist mir jetzt zu spät. Außerdem bin ich ein bisschen angeschlagen. Ich werde jetzt tatsächlich voller Freude meinen angefangenen Bounty Hunter Quest weiter basteln. Cool, alles klar. Ich freue mich drauf. Bleib noch in der Leitung, ich mache hier Stopp und wir quatschen noch kurz. Ne? Okay. Danke. Tschö. Tschö mit Öl.